Hallo miteinander. Heute geht's mal um einen kleinen NBN-Besuch. Und zwar der David kommt mich besuchen. Wir wollen ein bisschen das Dach reparieren. Und ja, da hat sich Falco dazu entschieden und Johannes auch noch mal mit vorbeizukommen. Also wir werden jetzt ein paar Videoschnipsel sehen von dieser Woche, von dem Besuch. Wie gesagt, Mitte der Woche kommt Falco noch und Johannes. Johannes bleibt dann noch ein paar Tage. Also es wird jetzt grob eine Woche lang ein kleiner Ausschnitt hier von dem, was wir so treiben. Bis gleich. Speistegereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Ciao. Da ist er. Ich habe ihn doch gefunden hier. Ja. David hat Regen mitgebracht und hat einen Zug kaputt gemacht. Erzähl mal. Ja, Zug kaputt gemacht. Ja? Nee, wir sind in Leipzig losgefahren, eine Station stehen geblieben. Ja, da war eine polizeiliche Maßnahme. Also die dummen Klimakleber, die haben nicht alle Tassen im Schrank. Jetzt, was, die haben sich hingeklebt? Ja, weiß ich doch nicht. Bei dem Wetter? Natürlich. Spaß, ne, die setzen sich. Das ist hartnäckig, Digga. Ja. Muss man jetzt mal ein paar Props rausgeben, ne? Bei dem Wetter. Wir haben es schön überdacht jetzt, ne? Schön warm. Jetzt gehen wir einkaufen. David hat Hunger. Ich habe mal hier einen kleinen Burger gemacht. Mir natürlich auch gleich eben mit. Mhm. Mal gucken. Sein ist wieder dicker. Ja, bin ja auch dicker. Lass das schmecken. Sesam, öffne dich. Ja. So einer, der keine Ahnung hat für sowas, ne? Oder ziemlich wenig. Ich stelle fest, dass wir hier einen Schalter haben. Nee, das ist eine Sicherung. Das ist gar kein Schalter. Das ist eine Sicherung, ne? Okay. Also es war mal ein Batterieladegerät. Es ist ja auch noch ein Batterieladegerät. Also ich weiß ja nicht, was das ist, aber es sind zwei Trafos. Mhm. So, dann haben wir hier einen Spannungseingang. Der geht hier rein und dann geht er an das ominöse Schwarze. Was da drin versteckt ist, kann ich nicht wissen. Das seht ihr bei der nächsten Maus. So. Nee, Spaß. Wir können ja mal hier seht ihr es. Das ist ein Kondensator. Kondensator, ja. Ne? Ist dann quasi. Dann sind da auch Kondensatoren. Ja, ja. Baugleich? Oder unterschiedlich? Nee. Du musst halt den richtigen Wert. Du kannst ja einen nehmen. Wenn du jetzt einen richtigen hättest, einen. Mhm. Hatte ich aber nicht da, dann musste ich mehrere nehmen. Ne, dann kommt es halt hier rein. Aha. Das ist, sag ich mal, jetzt die Phase und hier ist die Null. Ja. Ne, die Null geht hier lang. Also die Null von dem Trafo ist das. Und hier ist die Phase für den Trafo. Hm. Immer. Und da wird der Wirkungsgrad von euren Geräten schlechter und dann lädt es langsamer. Lädt es langsamer, genau, so macht man das. Okay. Wichtig ist noch, original sind ja hier die Plattengleichrichter drin. Fragt mich nicht warum, aber ihr müsst die neu machen. Mit dem Plattengleichrichter geht es nicht. Weiß auch nicht warum. Hm. Das wird dann. Der Suchbegriff ist Diodenblindleistung, glaube ich. Ja. Könnt ihr ja mal googeln. So, David hier sagt, ich soll gleich mal beim Messen mal filmen. Ne? Und zwar das Joule-Div hier, das hatte ich euch, glaube ich, mal in einem Short gezeigt. Ist aber egal, auf jeden Fall. Die Batterie hat im Betrieb, das habe ich jetzt leider nicht hingeschrieben, 1,301 Volt gehabt. Also hier die Batterie. Ich habe jetzt hier das Voltmeter. Ich weiß nicht, lügen, es läuft jetzt 3-4 Tage oder so, ich weiß es nicht. 1,302. Der Vorteil ist von David, der hat es ja nicht gesehen, wo ich das angeklemmt habe, weißt du, weil sonst. Aber hier, ne, auch wenn ich jetzt dran lasse, es bleibt. Keine Ahnung, ich denke mal, es wird noch mehr, aber. Hm. 9.10. Genau. Ja, am 6.10. habe ich 2,856 Volt gemessen. Das müssen wir nochmal. 2,860. Und wir. Das sind jetzt, ne, am 5. habe ich gestartet. Also 4 Tage. Normalerweise, weiß nicht, fallen ja Batterien ab und zu mal und so, ne?
Ja, das also das glaubt natürlich keiner. Ne? Also deswegen sage ich auch immer, ihr müsst es selber machen. Weil jetzt glaubt ja keiner, was ich hier aufgeschrieben habe, wenn ihr das seht. Das glaubt doch keiner. Das glaubst du auch nicht. Ne, ich sehe es doch. Ja, aber du glaubst es trotzdem nicht, weil es darf ja nicht sein. Nee, das ist ja auch alles ganz anders. Ne? Oder es halt doch, das ist ein Messfehler, ja. Na, aber ich meine, wie lange soll ich denn das jetzt? Das hätte doch schon längst fallen müssen, Digga. Kennst du eigentlich die Theorie von den kaputten Messgeräten, die immer montags und donnerstags verkehrtes messen? Die Montagsmessgeräte? Ja. Achso, die messen immer über Unity. So. Ja, die kenne ich. Ganz normal alles. Ja, genau. Achso, ja, dann ist doch gut. Tschüss. Tschüss. Ey, Männers, wo jetzt der David da ist, ich habe ja hier diesen Testlaufen zwischen den zwei Joule-Diffs im Vergleich. Und ich sage euch immer, dass über die Kamera, dass ich euch das nicht zeigen kann, wie der Unterschied ist. Und jetzt habe ich ja einen David da. Und jetzt frag mal einfach mal einen David. Also du musst im richtigen Winkel reingucken. So ungefähr. Ja, alles klar. So. Welches von beiden ist ein heller? Das linke hier. Eindeutig, oder? Eindeutig, ja. So, und jetzt guck mal. Guck jetzt mal durch die Kamera. Da siehst du das nicht, oder? Also, naja, also wir haben bei dem das Phänomen, dass es eben flackert, ne? Aber die, ohne Kamera. Naja, hier. Aber guck mal, die Helligkeit, das kommt überhaupt nicht rüber. Ne. Das ist, was sagst denn du? Also ich sag, das ist mindestens doppelt so hell wie das, oder? Dazu kann ich nicht sagen, aber eins steht hundertprozentig fest, dass es heller ist. Heller ist. So, jetzt pass auf. Wenn du den Start, wenn du wieder daheim bist, guckst du mal, suchst du mal das Video raus. Mhm. Die Lampe war gerade so an, dass ich musste mit so einem Abstand reingucken, dass sie leuchtet. Ja, ist heller geworden. Ja, natürlich. Die wird heller, die wird dunkler. Ja. Und das ist halt meins und das ist der Originalschrott. Ja, Original. Deins ist doch. Wobei die fallen. Wir könnten ja jetzt gleich mal messen. Komm, hol mal. Da. Musst du eins drehen? Einmal? Zack. Musst halt ein bisschen vorsichtig. Hier ist der Plus, das Rote. Vorsichtig, das ist genau das Richtige. Ja, ich muss das jetzt festhalten, sonst rippst du die Schaltung runter. Die biegt ja nichts. Und daran. Na, 1,2 hatten wir. 1,299. So, und jetzt machen wir hier. Also das ist minimal gefallen, das ist jetzt keine Ahnung, 3 Monate oder so. So, und hier hat man 1,257. Du musst hier unten ran. Oh Gott. Ein Minus. Ich sehe nichts. Hm? Ich hab. Ich mache ein Plus. 1,24. Also auf jeden Fall auch deutlich gefallen. Sind beide deutlich gefallen. Aber das macht wesentlich mehr. Guck mal, nicht nur das von der Helligkeit, auch das Geblinke, das ist ja auch weniger. Das ist ja dauerhaft an und das nicht. Das müsste viel mehr verbrauchen. Ja. Das war ja so ein bisschen, um das mal zu zeigen. Weil die messtechnisch, guck jetzt mal hier. Ich habe das hier aufgeschrieben. Gestartet haben wir ungefähr gleich mit der Spannung. Die hatte sogar weniger am Start. 1,326. Die hatte 1,338. So. Die zieht angeblich 26 mA. Die auch. Aber dann müsst ihr eigentlich alles bleiben. Die LEDs sind aber die gleichen, ne? Alles gleiche. Als ähnliche. Die Wicklung ist anders. Hier ist ja so ein Puppenstuben. Guck hier, dass du reinkommst. Ja, schon klar. Ne? Hm. Und hier ist ein großer und ein anderer Conti. Aber so ist halt Joule-Diff. Hm. Ja, aber das ist doppelt so hell, es fällt langsamer, es blinkt nicht. Das ist so 4-5 Mal besser oder 6 Mal, ne? Und das ist der Dreck, den alle haben, ja. Ja. Weil alle drauf rumreiten, wie die dürfen. Ist aber klar, dass die effektiver ist. Ja, oder? Ist definitiv, oder? Ja, worüber reden wir denn jetzt hier eigentlich? Dass du das ohne Entladetest nicht bemerkst. Weil alle Beete gleich viel verbrauchen.
Normal müssten sie genau gleich fallen. Und müssten genau gleich leuchten, hell sein. Ja, gut, minimal, wenn die Schaltung anders ist, aber trotzdem. Die Batterien sind auch die gleichen. Ja. Die Batteriehalterungen sind auch die gleichen. Ja, es ist gut. Der Transistor ist das gleiche. Wie gesagt, hier ist halt nur noch ein Vorwiderstand, ein anderer Kondi. Aber das Problem ist, dass ich, egal welches Joule ich so mache, kann ich alle Schaltungen 1:1 machen. Bei dieser Wicklung kann ich nicht eins, ich muss das ein bisschen mehr abstimmen. Bei der Action for Free Wicklung. Ja. Das ist so nicht, wenn du jetzt Action for Free machst, dass du dann die schaltest, es immer geht. Ne, das geht nur mit dem alten Müll. Hier musste, kann sein, sie mühen noch hier einen Widerstand rein oder ein bisschen am Body. Mhm. Also es ist nicht so. Und das hat der Laser selber, hat das in seinen Videos auch gesagt. Ihr dürft nicht nach den Ampere gehen. Weil wenn ich nach dem Ampere gehe, dann gewinnt ja das. Aber in Wirklichkeit stimmt's nicht. Ne? Ja, haben wir das immer. Ich wollte halt mal, dass mal jemand anders das erzählt, dass das wirklich heller ist wie die, weil die scheiß Kamera bringt das nicht rüber. Denn. Da sieht das aus, wenn die fast gleich hell sind. Aber das ist signifikant, wirklich. Ja. Also das ist krass. Deswegen kann ich euch nur... Der Schall, der hier ist online. Das ist Action for Free Joule Div 2023, habe ich da euch einen Schaltplan. Also so, die Bauteile sind auch so ein bisschen von bis. Ne? Also ich habe das schon euch ein bisschen... Ja, ich habe da 3 Tage rumgemerkt, dass ich euch verschiedene Werte geben kann, dass es wenigstens überhaupt erstmal funktioniert. Ne? Kann natürlich trotzdem sein, dass es nicht geht, weil ihr andere Wicklung, anderen Kern... Ihr könnt nicht alle Bauteile verändern, alles, was ich sage, verändern und dann sagen, ja, dein Zeug geht nicht. Nee. Ja, Digga, dann musst du es mal so bauen, wie ich es sage. Ja. So, dann funktioniert das Mist. Der Maiko hat es ja gezeigt. Ja, die anderen, die nehmen einen anderen Kern, die nehmen das und das und bla und da noch ein Idiot und das und ich bin ja der Schlaueste und muss ja alles verändern, damit ich ja nicht das sehe, was, von was da redet. Mhm, das ist klar. Das gibt ja nicht zu, Digga. Unfassbar. Der David, wisst ihr was, hängt das? Das ist schon fertig. Das war gerade mal eine halbe Stunde, David geht. Das mache ich los. Den Rest können wir aber nicht online zeigen. Ne, wir haben ja noch mit dem Wechselrichter, haben wir schon ein bisschen gequatscht, hat der David auch schon ein Bild geguckt. Aber es ist alles Messfehler, von daher sind wir ja, ist alles gut. Ja. Wir bilden uns alles mal ein. Das sind ja auch die Geräte, die montags immer was anderes anzeigen als Mittwoch. Und wenn du Mittwoch gemessen hast, dann ist es ganz anders als Freitag. Und deswegen kann das. Ja, weil das Schöne ist, wir können die Geräte sogar verleihen, den Leuten geben und ist alles okay. Ja, siehst du. Die messen uns alles gut. Genau. Da geht's dann, ne? Ja. Da misst ruhig. Na gut. Das soll ich mal hier mit aufnehmen. Das können wir ja dann mit dem Johannes auch nochmal machen, wenn der kommt. Ja. Ob er auch sagt, dass die heller ist. Da habe ich mal mit 2 Leute. Die ich natürlich bestochen habe und finanziell, ne? Ja. Was da, guck, hier seht ihr noch. Achso, das Restgeld. Den ihr bestochen. Ja. Wusste ich ja nicht, reicht. Den Fuffi hat er vorhin gekriegt. Tschüss. Ja, ich bin's. Der David. Da sieht man das gar nicht so genau. Ah, jetzt kommt's. Also der ist in der Mitte. So sieht man es noch besser. Genau. Könnt ihr euch die Stellung jetzt so aussuchen. Ich messe jetzt nicht die Spannung oder so, weil Frank nicht da ist. So, und jetzt haben wir den anderen Kandidaten. Dann wollen wir das abmachen. Bewege ich auch. Dass man genau sieht, wie hell das ist. Mit dem Powerfaktor, da hat man keinen Bezug. Ne? Schwierig. Ja. Schwierig. Ich mache das jetzt ganz einfach.
Du bezahlst im Monat 1000 Euro Öl. Ja. So. Und jetzt kommt Shell, der Chef von Shell persönlich, kommt jetzt zu dir und sagt, Digga, bau mal einen besseren Brenner ein. Da brauchst du für mich gar nicht mehr so viel Öl kaufen. Da sparst du Geld. Ja, neue Brenner reingebaut. Wird Shell das tun? Werden die dir erklären, wie du Geld sparst in unserer Welt? Nein, natürlich nicht. Die wollen verdienen. Und wieso machen sie Stromkonzerne? Und da, Leute, müsst ihr mal drüber nachdenken. Ich glaube, ich habe eine Schwingkreisanalogie gefunden. Und zwar, und DWK versucht zu erklären, was ein Schwingkreis ist. Das ist mir was Gutes eingefallen. Weil die Energie macht ja immer vom Conti zur Spule hin und her. Ne? Wir geben einmal rein, schalten ab und dann schwingt das hin und her. Und da habe ich zum DWK gesagt, stell das einfach mal vor wie ein Echo. Ich rufe einmal rein ins Tal, dann höre ich auf mit Rufen und das Echo ist dieses hin und her. Ne? Mhm. Einfach kann ich nicht erklären. AC-Schwingung, also nicht, das ist unsere Schwingung, AC, obere Halbwelle, untere Halbwelle, obere Halbwelle, untere Halbwelle. Und jetzt machen wir DC gepulst in Zeitlupe. Oh, denke. Moinsen. Saufen ist scheiße, Junge. David, schön schief, ne? Der spielt keine Rolle. Halten muss das. Das ist gut, da rollen die Schrauben, die rollen zu dir hin. Ja. Ne? Ja. Ich brauch die bloß oben auf Leitern, dann rollen die zu dir. Ja, David ist ja noch zu Besuch da. Wir haben die Lampe umgebaut, das Video habt ihr hoffentlich schon gesehen oder seht ihr danach, weiß ich noch nie. Das Interessante ist, er hat noch eine Lampe, schieß mal, gib mal die Lampe. Und bei der... Das ist einfach so ein normales Rücklicht hier. Und da steht in der Beschreibung 72 Stunden Leuchtdauer. Hier, danke. 70 nur, habe ich euch wieder angelogen. Scheiße. 70 Stunden Leuchtdauer permanent natürlich. Ne? Ist so ziemlich hell, muss man schon sagen. Aber irgendwie, wir haben ja hier die Schuldis. Also 70 Stunden. Ja, kann man machen, denke ich, ne? Aber also ich weiß nicht. Also für die, die da aha dabei waren, ist es ja so ein klein bisschen lächerlich, muss man jetzt mal so kurz erwähnen. Also die meisten Teilnehmer haben locker 1-2 Wochen geschafft, ohne zu zucken. Und die Gewinner halt 2 Jahre. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Und dann Fettplatine und allen möglichen Müll, Alter. Ne? Gut, mal gucken, ob es Müll ist. Ich glaube, ich werde mal hier probieren, so ein Ding mal umzubauen irgendwann. Wahrscheinlich im Winter dann. Und mal gucken, das kriegen wir doch besser hin, ne? Und billiger. Das ist ja nur Müll. Ne? Naja, gucken wir mal. Da kommt der Krawallmacher. Mahlzeit. Guten Tag! Hallo! Kommen Sie raus, Jungs! Gerade rein, oder was? Gerade auf Hof gefahren. Ihr habt euch da abgesprochen, ihr Lümmel. Nee, haben wir nicht. Nee? Nee. Guten Morgen! Juhu! Muss mal raus aus der Bude hier. Servus! Mein Guter. Hallo! David. Mach nicht so laut, es explodiert deine Kiste noch. Ach, das fliegen Scheiben noch raus, guten Tag. Guten Tag. Das erste Mal. Gleichzeitig oder was? Nee, wir haben deine Ankunft gefilmt. Ach so. Ja. Ja, wir haben dich Stasi-mäßig über Telegram haben wir geguckt. Ja. Ey, das siehst du genau, wo du lang warst. Wir haben geguckt, wie war das? Hat sich doch bewegt. Aber warte mal, mach aus hier, dann kriegen wir wieder GEMA. Das ist hier 2009, das ist alt. Ja, das ist trotzdem. Mach den Ton weg, nur den Bass. So, und rate du mal, wo ich bin. 2 Stunden voll. Falco ist auch da. David ist da. Ja, ich komischerweise auch, glaube ich. Er hat es durchgehalten. Der hat sie nicht alle. Ich war es mal wieder. Stopp hier. Kuckuck. Ich habe wieder keine Lieferung mit.
Noch ein kleines Modul von Johannes. Genau. Hallo. Da braucht man bei mir im Keller rum, nach kann ich gucken, wo ich das hinpacke. Ach ne, irgendwie. Ich hab Gelümpel, ich brauch's eigentlich gar nicht. Ne, jetzt kriegst du... Das Wichtigste sehe ich schon, das steht da ganz unten im Sitz. Das Auto, oder? Mhm. Für deinen? Mhm. Ja, hast du deine neue. Ja, was ist deine nicht mehr so? Nee. Ja, da können wir die dort gleich wechseln. Ja. Die da. Ja, können wir dann auch noch machen. Ja, das läuft aber jetzt auch nicht weg. Ne, dass der gleich die alte mitnimmt, das liegt da krank. Nee, ich hab doch schon eine alte mitgegeben, ich habe auch extra eine mitgegeben. Ach so, du hast schon Pfand mitgebracht. Die brauchen wir noch mal für den Rempfen noch mal ein bisschen Restetest. Du wirst eh vollgeladen. Ja, jetzt erhebt du alles. Die Bude ist voll? Ich habe das so gemacht, gespannt. Wenn ich jetzt umklappe, bleibt das Ding trotzdem hier stehen. Ja, gut, das ist weil gut. Das hier gekreuzt gespannt ist. Das Ding bleibt stehen, da kann man rumklappen, da kann man alles so voll schmeißen mit Spitzzeug. Nicht. Die hau ich schon mal vorne rein. Ne? Hier brauchst du Filtertüten. Oh nein. Naja, wir laden mal. Hier ist noch ein Schlauch von den Kirby, die ich mal mitgebracht habe vor ein paar Monaten. Der ist schon verkauft. Na, verkauft das trotzdem weiter, keine Ahnung. Als hier Verlängerung für. Scheiße, ich hab den geschrieben. Sind alle Schläuche, alles dazu. Gut, das hat jetzt halt gefehlt. Jetzt tust du inserieren. Oh, Dyson. Da musst du was reparieren. Hier ist der Anschluss hier geplatzt. Hier, und dann fliegt das immer raus. Ja, das können wir ja kleben. Was hast du denn hier? Ein Batterietransporteur oder was? Ja, den kriegst du dann. Ja, können wir dann auch noch machen. Ja, gut. Läuft aber jetzt auch nicht weg. Nee, dass der gleich die alte mitnimmt. Ich dachte, nee, ihr habt doch schon eine alte mitgegeben. Ich habe auch extra eine mitgebracht. Ach so, du hast schon die kleine mitgebracht. Noch mal zu der Werkstatt. Die geht auch schon Rämpfen noch mal für den Rest. Du hast eh voll geladen. Ja, jetzt erhebt du gut alles. Ich habe auch ist das voll? Ich habe das so gemacht, gespannt. Wenn ich jetzt umklappe, bleibt es gegen die Kotze gestehen. Weil das hier gekreuzt gespannt ist. Das geht gleich schnell, kann man umklappen, dann kann man alles so voll schmeißen. Das Zeug. Die haben wir schon mal vorne rein. Hier brauchst du Filtertüten. Naja, wir laden mal. Hier ist noch ein Schlauch von dem Kirby, den ich mal mitgebracht habe vor ein paar Monaten. Das ist schon verkauft. Na, verkauft es trotzdem weiter, keine Ahnung, als hier Verlängerung für. Scheiße, ich hab den geschrieben, sind alle Schläuche, alles dazu. Gut, das hat mich dann gefehlt. Das tust du inserieren. Oh, Dyson. Da musst du was reparieren. Hier ist der Anschluss hier geplatzt. Hier. Und dann fliegt es immer raus. Ja, das können wir ja kleben. Was hast du hier? Batterietransporteur oder was? Ja, den kriegst du dann gleich. Wie die Hesen, das sind die alten Leute. So ein Trolli hier. Oh, Rally, ja. Ich glaube, ich filme auch noch ein bisschen mit. Genau. Falk, wo hier am Ausräumen wieder. Das kannst du dann hier. Oh ja, ja, die Krawallkiste. Geil. Kannst du jetzt hier eine Batterie draufstellen hier? Oh, das ist cool. Ja, die kleine tut es jetzt gerade nicht, ne? Aber das ist ja geil. Schön. Da vermischen wir mal. Ja, klar, die wollten wir wegschmeißen. Ich habe eine Batterie drauf heute. Wie er davon geht. Ja? Rentner. Also, das ist für Rückenbewusste. Das sieht auf jeden Fall gut aus, wenn du mit dem Ding so rumläufst. Vor allem leer, weißt du? Ja, ja. Hauptsache keine Ladung. Komm, da kommt jetzt Ladung drauf. Ja, geht gleich los, sagst du. Ja. Was ist das? Für dich. Für mich? Ja. Ja. Ich muss doch mal ein neues Gerät einbringen. Naja, erste Probefahrt. So, warte mal. Diese Adresse. Was sind das überhaupt? Okay. Das funktioniert, Junge. Das sind deine Bäcklerkorben hier. Das sind die Kartons. Was ist das schon wieder? Mein Auto wird schon voller wie. Kartonage, Pommeskartons. Ach so. Das ist ein Import aus. Die müssen wir. Die muss ich dann. Halt. Die muss ich zum Schluss dann oben drauf stellen und draufschmeißen dann. Nur egal, lad ein. Wie wollte ich den gewonnen? Das ist leicht. Ich hab doch das Ding jetzt nur zum Spaß genommen. Mach die mal rein, mehr. Ja, ja, die zwei. Komplette. Guten. Johannes hat eine komplette E-Werkstatt mit. Dann gebe ich dir noch einen Pullover. Gebe ich den oder du eine alte Decke. Kannst du einwickeln und dann hinten einstecken. Mhm. Kannst du erstmal hier an die Seite oder so, dass nicht nass wird. Was hast du denn hier noch? Wir brauchen nur du, was nicht nass wird. Ne, wegen ins Auto tun. Ja, okay. Abklemmen, Batterie nicht. Was denn? Ist mal hier Ausgabe.
Das ist nur eine Zusatzpappe für den Fenner. Verschicken wir jetzt mal hier. Ja. Warte mal, eine fiese Adresse. Nee, egal, ich halte es. Gut. Scheiße, Adresse. Meine Mom, meine Mutter hat dir was mitgegeben für deine Mauerzern. Die Miezekatze. Und hier Eierschalen. Oh, da wird schon mit freuen, danke schön. Komm! Komm! Dann haben wir hier noch ein bisschen was. Hier. Oh, ein bisschen Brot. Eierpappen. Ach, das Wichtigste habe ich hier noch. Ha, nicht, ja, dass wir jetzt genug Hefe haben. Mutti hat auch ein Stück mitgebracht. Ne, da kannst du reinklatschen. Alle. Ja. Da haben wir schon, wieder beim Arbeiten. Oh ja. Scheiße, das Gummi kann ich nicht nochmal nehmen. Geht nicht ab, ohne dass ich es kaputt machen muss. Ja, hier für die Erklärung, H4-Stecker wechseln, der ist hier weggebrannt. Ja. Dass du das auch gleich mal auf Video hast. Jetzt wisst ihr das nämlich alle. Könnt ihr dann alles zusammenschneiden, eigentlich machen wir ein großes Video draus. Mhm. Oh, den hat es aber komplett zerfetzt. Meine Herren, das ist ja komplett weggebrannt hier. Mhm. Ja, ist gut, dass er nicht angefackelt ist noch. Brauche ich Farben, aber deswegen habe ich mir den mal freigemacht. Hast du schon einen Finger und wieder? Ja, das ist genug ein Finger. Wir haben jetzt schön. Lecker. Pediküre der Elektronik. Nein, Adresse. Und das klebt laut. Mhm. Das war wirklich eng und groß. So, und hier wird noch repariert. Kuckuck. Kommst du auch nicht gut hin hier. Kuckuck. Kommst du auch nicht gut hin hier. Das ist echt eine Scheißecke. Ja, war ja klar. Drüben wäre schöner gewesen, glaube ich. Machen wir hier einen. Ja, lass mir den anderen ab. Ach, das geht ja mit dem Licht. Denken Sie, es ist ein Motorrad fährt. Wenn dann zwei Motorräder kommen, kannst du noch mit der durchfahren, oder wie? Jetzt haben wir halt hier schlechtes Licht. Ne? Das Wetter hier. Fieser Regen. Hat er die Kappe hier oben hingelegt gehabt, oder was? Die Gummikappe? Irgendwas ist gerade runtergefallen. Ich weiß auch nicht was. Ganz oder nur? Ah, ja, so, ich stehe nochmal an. Ziemlich weit. Nein, das ist kein Zeichen, glaube ich. Das ist zum größten Teil für dich. Wenn David was möchte, kann er natürlich auch. Oder Falco? Mhm. Gell? Zum größten, da können wir mal gucken. Ich hätte auch Notfall, ich hätte alles, was nicht bio ist. Alles, was nicht bio ist, okay. Scheiße, wie ging die Klappe auf? Ist noch offen? Achso, die Kiste. Oh, nee. Warte mal hier, hä? Du bist ein Pickup, ne? Oh. Ey, das ist hier, guck mal. Das ist Mix-Spezi. Ja, du, mal, mach mal hier, führ mal. Das hat hier noch anders. Springsch Cola. Das muss bestimmt mit hoch. Ah! Was habt ihr Schönes hier? Muss man mal gucken. Was habt ihr Schönes hier? Das ist für mich. Ich löbe das für dich. Ich löbe das hier. Hä? Da wo was draufsteht, da ist es markiert. Ja. Ist es ein 5, ist das 25er? Ja, naja. Ach, kriegst du nicht raus, Junge! Ja, das ist auch Tetris gepackt hier. Und die Endstufe ist jetzt nicht heiß geworden bisher? Also das ist wirklich aufs Müll. Ja. Was ist das denn hier? Von jedem was? Krombacher Spezi, die kenne ich noch nicht. Die ist ja fein gewesen. Da hat die Flasche dort klappt beim letzten Mal. Und hier haben wir? Augenblick. Cool. Das ist quasi Spezi von denen? Ja, ja. Paulaner und... Oh, geil. Mhm. Da können wir heute Spezi-Verkostung machen. Da sind ganz viele Batterien für dich. Leere. Ja, so schön. Nee, volle. Hier müsst ihr euch überlegen, wer es gebrauchen kann. Ich denke mal, du kannst aber noch auf jeden Fall irgendwas anfangen. Das ist irgendein so Mini-PC oder sowas. Kannst du an Fernseher irgendwie dranstecken, wie das gehört dazu. Hm.
So. Ja, lass uns nehmen die Kiste gleich mit. Die? Achso, der letzte. Da war was kaputt noch bei dem, ne? Das war der, der nicht mehr geht, genau. Die nehmen wir dann mit rein, hä? Ja, kannst du so machen. Hey, die ist noch auch. Bevor wir es vergessen, hier. Deine Mobilbatterie. Ja, kannst du gleich rein tun. 6 Ampere Stunden und 100 Ampere Laststattleistung. Die vom Schrott 100% Leistung. Ich weiß nicht, ob du da abkleben willst oder noch die Pole. Die mache ich dann irgendwo fest oder so kommt im Porto. Hm. Das sind die beiden Sonys. Hm. Das ist hier dein der Filter. 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 Danke für den Filter. Ach, für daheim. Damit es nicht so kratzelt mehr beim Anmachen und so. Ja. Input, Output. Die, die bösen Zocken. Mhm. Ja, und hier den Schweinskram, wenn du Atze mal was schickst, die zwei, drei Sachen hier, das ist für ihn. Mhm. Und ich würde sagen, nimm mal die Lautsprecher raus, sonst liegen sie im Regen. Oh, Sony. Oh, hoi. Die Batterien wird sie wohl nicht tun. Ein bisschen lassen. Das nehmen wir mit hoch, oder? Ja, machen wir so. Sonys. Ey, brauchst du hier was zum Festspaxen hier? Kannst du was kriegen? Ich hab meine Festspaxen durch. Ich habe alles mit. Wenn man was festwachsen will im Auto, was ich. Spanngurte? Ja. Das ist deine, die Zange, ja? Falco? Und ich bin vorbereitet. Guck mal, Jungs. Ey, ich bin vorbereitet. Ja. Ich habe meinen Ersatzteil auch mit. Falco ist vorbereitet. Falls man wieder hier mal hier Tisch macht, dann habe ich hier ein neues Ventil unten. Hier im Westenteil Thermostat mit. Und. Okay. Und ich habe noch mit nagelneu dieses Ding, diesen Deckel. Tja, ein bisschen was muss man mit haben als Reserve, oder? Hm. Besser man hat als bräuchte. Oder? Ja, bestimmt. Kannst du nochmal für mich hier zeigen, hier Verkabelung von Endstufe und so. Okay. Jetzt am Micha mal zeigen. Guck mal, Micha, schön verkabelt, graue Cap, Endstufe 400 Watt von Quansch in analog. Wie hast du das überhaupt gemerkt, dass der Stecker sein wird? Ja, weil es sieht mal aus, wie es so dran kabbelt. Ja. So, da kann Micha mal seine Meinung geben. Hier hätte ich, könnte ich noch eine zweite Endstufe dann ranhängen noch. Brauche ich aber nicht. Nee. Oh, die habe ich vergessen, unterschlagen. Guck mal hier. Oh, ja. Noch eine Dose. Nicht mal abgezwickt, den Kabelbinder. Falco! Mhm. Schäbe dich, Junge! Mensch, was ist denn das hier? Ja, so Fusch! Was denn? Na, hey! Was willst du machen? Dann machen wir hier mal noch einen Kabelbinder ran und mal hier noch einen, dass das nicht so rumflabbert. Wird das heiß? Nee, also. Nee, das läuft. Frei. Hier, guck mal. Mhm. Wann denn? Wenn du Wäsche trocknen möchtest. Hä? Ist ein Wäsche trocknen, kannst du ein Wäscheding dran hängen und dann macht warme Luft unten dran pusten. Mhm. Du kannst einhängen in den Dings. Mensch! Ach, kannst du hier wärmen, hier warm Luft rein? Ja, das ist ein überblickendes Film. Ja. Reinschieben. Nee. Oh. Knick, knack. Ja. Kannst du dir auch noch einen Sitz machen? Hast du Sitzheizung? Nee. Doch. Ah, das ist schon krass, ne? Also, ich hätte das noch nicht. Ich hab's bei meinem auch. Hä? Beide Stecker neu gemacht schon. Weil die auch befahrt haben. Die sahen zwar noch nicht ganz so aus wie der hier, aber da hat nicht mehr viel gefehlt. Das muss wirklich schon mal Bier trinken, glaube ich. Ein bisschen. Wir hätten nur pressen können. Ja, hier. Habe ich auch mit. Das, mit der hier. Ja. Ja, mit der da. Ha? Genau. 50 Quadratleibe. Und alle drei zusammen die Kabel. Schön plus auf den. Kleine Birne noch mit reingepresst. Zack. So mit Uhr, jetzt müssen wir schon gucken, was war hier. Was ist doch scheiße, das ist rausgegangen. Nein! Ist das? Alles noch da, oder? Nee, da. Warte, ich sehe ihn auch. Ich habe ihn auch gesehen von oben. Kommst du rein? Bitte mal aufmachen. Ah, hier hab ich das kann man dann unter das Nummernschild quetschen. Hast du eine Kabelbinder hier? Nee, Kabelbinder hab ich keine mit. Ja, da bringen wir noch von unten welche mit.
was ans Nummernschild quetschen. Aber ja, den Klappern. Den Klapper für die Hölle. Das Beste, wir bohren überall ein paar Löcher rein und füllen den Bollschirm auf. Den Klapper will ich mehr. Ja, nur noch gedämpft dann. So, warte mal, jetzt muss ich mal gucken hier. Also rot ist blau. Das ist schon mal gut. Das kann gar nicht stimmen. Rot ist rot und blau ist blau. Dann gucken alle wieder dir auf die Finger schön. Das macht ja nichts. Das können wir ruhig machen. Ich habe auch noch ein bisschen was mit. Ich habe gedacht, wir können. Blau und ich habe auch weiß ist grün. Ich habe auch ein bisschen mit. Ich habe gedacht, wir können ja das gebrauchen. Der andere ist irgendwie weg. Guck mal an, Folge. Komplett. Das ist komplett fritte. Das wäre jetzt noch. Also, das hätte nicht mehr lange gedauert bis zum Brand. Das hat er schon. Zeig nochmal. Geschmolzen. Das, ach, das Rot-Weiße, okay, das ist das hier. Das wäre dann das Grüne. Gut, dann haben wir das. Ist schon geschmolzen, alles. Das, der dritte Anschluss ist weg. Deswegen habe ich gedacht, dass es ein bisschen halten hat. Ja? Mhm. Ich kann dir das ja gerne mal zeigen. Bei mir vorne im Motorraum sieht es genauso aus. Das ist auch. Beide Stecker habe ich mir gemacht. Hier habe ich noch die Schrumpfschläuche große noch immer mitgebracht. Okay, das ist Kleber. Hey. Ja. Ja gut, die sind zu dick für das hier, deswegen hatte ich extra die dünnen mitgenommen. Also nie, dass ich das hier sage, ich habe nicht da, weißt du? Hallo, my friends. Eine Beine habe. Das ist zwar jetzt nicht mehr so, das ist alles hier jetzt so durcheinander, aber hier. VEB. Gut, hier war's. Es ist zwar jetzt rausgeflogen, aber kann ich das möchtest nehmen, dann schmeiß ich es mal in Müll. Nee, das ist ein Lust. Das ist ein DDR. Das ist DDR. Handrätsch. Feinmechaniker. Steckschlüssel. Goldstaub. Goldstaub, genau. Goldstaub. Brauche ich hier hinten nicht der Lötkolben, gell? Bitte. Es ist zwar jetzt eine Runde gefahren, deswegen ist alles durcheinander jetzt hier. Ja, ich kann es jetzt hier gerade nicht gebrauchen, weil ich muss auch mal deine Gabel machen. Hast du Gummi mit? Also Gummi. Fliegt es wieder auseinander, wenn das jetzt offen bleibt. Ich stecke mir irgendwo eine Werkzeugkiste mit rein, dann ist es weg. Hier, ich habe auch noch das dritte Bernsteinzimmer mit. Hier. Wieso hast du jetzt löten können ohne Fett? Wie ging das? Wie geht denn das? Weil ich vernünftiges Lötzinn habe. So. Du hast denn den Nippel? Den hab ich einstecken. Gib mir. Den schraube ich gleich rein und dann. So, jetzt kannst du deine Birne rausziehen, kannst du den Motorraum Licht machen, solange das Kabel. Farbsch. Gib mir das Ding. Jetzt kannst du hier wirklich besonders viel fahren hier. Das ist ja besser so wie viel zu kurz immer. Aber hier ist eigentlich so viel Nässe kommt in hier rein hier, oder? Das ist gar nicht dran. Außerdem ist da immer warm hinter dem Scheinwerfer. So. Dann lässt sich mal die Nässe von alleine weg. Habt das jetzt gehört? Stimmt. Mal Überprüfung. Abblendlicht. Ja, geht. Hast du unterschiedliche Birnen? Ja, hab ich. Fernlicht geht auch. Was ist denn das? Mach nochmal zurück. Die ist gelb und die ist hell. Hab's richtig rum angeklemmt. Ja. Alles klar. So. Deswegen habe ich erster Auftrag abgeschlossen. Erster Auftrag. Deswegen habe ich gesagt, klein noch die Typen noch tauschen. Noch. Das kannst du ja machen. Wo ist denn hier der dritte? Die einzige, der ist runtergefallen irgendwo. Die einzige, die ich gefunden habe noch bei mir im Keller, waren die hier. Meinst du, damit bist du besser dran? Ich weiß es nicht. Sind das, normal oder sind das irgendwie 100er? Hast du 100er drin? 100%? Nee. Nee, das ist gut, weil das ist nämlich der Grund, warum die Stecker abbrennen. Wenn du 100er drin hast. Nee. Oder hast du mal welche drin gehabt? Nee, ganz normal. Ja, das ist gut. Aber die könnte man eigentlich auch nehmen. Die sind gut hier. Ich weiß nur nicht, ob deine Bänder sind, die du drin hast. Auf jeden Fall wären es dann mal zwei gleiche. Ne? Ach, das ist schon mal ein Anfang. Ach, das leuchtet immer noch. Ich muss sehen. So. Oder ich tue mal diese krassen Dinger bestellen, die LED-Dinger. Mit Zulassung. Wo ist der Arm? Juni. Bezahlst du 100 Euro mindestens für die Filterungslehe? Kann ich das jetzt hier? Die Fressverlängerung.
Aber Notfall kriegst du das auch mit der Zange verpresst, oder mit deiner Zange. Aber wird schöner mit der Presszange. Sechs gefahren. Doch. Steht da hier dran? Vier bis sechs gefahren. Und das sind die 35er Hochpresshülsen. Das sind auch ein richtig voll Kupfer, wenn ich das abgebrochen habe. Haben wir einen neuen Stecker dran gemacht an der Lampe. So, gut. Was ist das so? Und dann hatte ich mir hier das Montage besucht, falls wir doch mal das machen. Oh. Zeigen. Ach, aber oh, was haben wir? Die machen wir Elektriker. Nee. Eben am Anfang aus dem Motor, wir wollen wegfahren noch kurz. Das bringt nicht. Können wir lieber in Ruhe machen. Bis jetzt läuft es so. Ich hab's eingestellt ein bisschen. Auf, wie Micha schon sagte, auf 100. Das kannst du nicht für lösen. Ja. Normalerweise. Gelötet, Grundlauf drüber, fertig. Hier ist auch noch was da draußen. Ach, hier hast du Platz, das ist eine Kiste. Was hast du denn? Ich lasse alles von hier gewesen. Und braucht das alles, ja? Außer die Katzenfutter. Ja, die Katzenfutter brauche ich nicht. Also was für dich? Das packe ich gleich auf Rotsam. Wie braucht man das jetzt aber noch ein Fahrrad für das? So. Ja, da ist es ja extra was dann nicht. Mhm. Hier, Mizi. Oh, die Mizi will auch was haben noch. Ja. Ein Laptop. Große Kiste, was hast du denn da noch? Da ist einiges noch drin. Hier ist ein Ladegerät noch drin und Eierverteiler, das ist ein Vertragsfall, das braucht mir doch nicht zum Kaufen geben. Achso, das war's nicht. Habe ich vergessen, das jetzt nicht. Aber es wird zwar PWM, aber das ist zwar Lunge. So, Lunge? Haha, das nehmen wir hin. Wieso ist das so schwer? Akkus drin oder was? Nein, das nicht. Ah, lässt mal. Hier. Ja? So. 5 Meter, Mann. Ich sitze, warte, du musst es so. Soll ich mir noch draufsetzen? Na, ein Alt. Da tut es auch ganz schwer. Dann ja. Ja, wir versuchen da einmal. Wir müssen Spendenziel oben einblenden. Ja. So eine elektrische Sacker. Hier ist noch mehr, komm. Oder? Brauchen wir unsere Wartbälle dran. Brauchst du noch sowas? Hey, das ist das so mit dem blauen Kabel. Mit LAN? Nee. Das gehört zu dem blauen Kabel, das er hat schon. Achso. Vorbei? Vorbei, vorbei. Juhu. Also, die Kiste ist nicht mal hier hinten rein, oder? Nee. Hier ist noch ein Tütchen mit Zeug. Junge. Ganze Koffer haben kaputt. Das müssen wir dann auf den Ort. Was ist das für mich? Für dich zu legen. Das muss ich dann als Beifahrer machen. Wenn die Batterien alle drin sind. Ja, von dir noch 3 Stück, ne? Das, die haue ich dann hier rein. Natürlich, das Ding erstmal hin. So eigentlich die Frau ist noch unterwegs. Motor scheint noch unterwegs zu sein. Die geht das Party hier, halt, wenn du fort bist. Legt die direkt Zeitung aus. Du hast dann heute Abend eine Nachricht bei deiner Straße hier. Ruhestörung. Ruhestörender Lärm. Massenauflauf. Aber wenn die hat so gerechnet, wo du los bist schon? Ja, ja. Hey, und dort habe ich gemessen vorhin. Die ganze Zeit am Fuß. 35 auf der Peak. Achso. Da siehst du, die haben wir gewiss. Ja, das passt auch, da haben wir die Batterien dann hinein. Hannes, du hast es vergessen. Ich kann mich nicht teilen. Am besten werden wir doch eine Kiste schon mal reinschmeißen. Dann machen wir den Karton leer. Ich mache eine Klappe rum. Ist ja nur ein bisschen Kleinzeug noch. Steht ja alles dran. Also, willst du jetzt nicht pressen? Dann müssen wir uns hoch jetzt. Ja, aber das ist schon pressen. Das können wir auch machen, das klaut jetzt keiner eigentlich. Noch ein Kriegsbremser hier.
Komm jetzt, wenn wir die Tür zumachen, wisst ihr, kommt die kleine Massen bei ihr reingestört. Noch nicht. Dann hast du dir den Erfurt aufgepackt und dann hast du dir... Tank ist voll, ist scheiße. Dann kommen wir noch mehr gehackt, wird abgelassen. Die Karre ist ein Kerl, wenn man runter kann. So. Ich geh dann so hoch, kannst du hier reinschmeißen. Den ja, nach. Ich will da nicht drauf, ja. Die Batterien noch. Kannst du draußen lassen die Batterie, die kommen noch umklemmen, aber da musst du das Beste alles wieder einstellen. Das Beste wäre ja, wir klemmen die gleich um, dann kannst du die alte gleich mitnehmen, weil die ist da eben am Schuppen. Wenn die jetzt drin ist, die will er mit dem nehmen. Ach so, du hast schon die zum Achsel. Ich hab die richtig mal zermatscht und hast den anderen. Die hat doch noch zwei, drei Tage Zeit und dann muss er auch alles wieder eingestellt werden. Ich lass mal deine Kessel hier bringen, mal hier, so hören wir uns hier. Bisschen. Ich will die Kofferraum, das gibt's doch gar nicht. Ich will nur von Kofferraum, wirst du nicht gesund. Ich will, mach mal schnell. Ja, da ist schon mal rein. Er filmt doch immer. Ach so, wegen Kennzeichen. Liverpool. Dein Zimmer? Ja. Oh, dachte das ist gut. Das ist doch egal. Ich werde trotzdem meine Hände. Selbst wenn du willst, ist das doch noch beide Dinge. Ich hab da nicht mehr. Ja. Ah, ganz tief das Ding, Alter. Da kannst du rausrollen, Alter. Echt sau tief, ne? Ah, da läuft doch kein Abi. Machen Sie alles erlaubt. Machen Sie nicht um 10. Zur Tür rausmachen, weißt du Bescheid. Das reicht schon. Lass drinnen. Oh, da mag ich nicht. Wir müssen einen zusammenlegen von Feige für Hörgerät. Brauchst du fast deinen Satz. Das klingelt schon. Nicht. Na komm, Junge. Mach doch leiser. Lauter bleiben, bis das wieder losgeht. Aber das ist gut für einen
Scheibenwischer hinten, der rostet nicht fest. Ne? Ja, rostet. Und wenn er fest war, wird er jetzt wieder runterkommen. Kann auch nicht angehen. Auch im Winter nicht. Nee, gar nicht. Ey, ob das geht im Winter? Und alle Eisen drehst du immer. Kann sein, dass du Scheiben aus dem Auto fliegst, wenn du voll laut machst. Ja gut, wenn richtig vereist ist, dann, ne? Aber David scheint zu kommen. Ja, es und Spaß? Gehen wir rein, so. Oh, wir machen da. Wir hören uns da drin, oder? Ja, ja. Guten Tag. Guten Tag. Was wird denn hier gemacht? Das ist illegal, das ist heimlich. Das darf keine wissen. Darf man die was pressen? Ja. Aber die Zange ist zu klein. Kannst du ein bisschen Mehl pressen? Ja, David bereitet uns hier noch ein kleines Leckerli vor. So, wir machen los, komm. Batterien holen. Gibt's jetzt mit Fahrrad fahren oder? Was? Mit Fahrrad jetzt fahren oder nicht? Mir ist scheißegal. Ich kann schon eben fahren oder? Ist noch einer, ne? So, haben wir noch für einen Falco. Ah, Retoureware. Die hat sich damals mit immer mitgegeben und die sind jetzt so platt. Die waren schon platt. Ach, ja, die hatten wir. Das waren ja die Falco, ne, die wie neu waren. Aber irgendwie da haben die einen Klatsch weg. Ne, die sehen doch noch richtig gut aus und so, aber bringt alles nicht. Haben wir auch mit RMF, mit allem. Genau, müssen wir. Die ist tot? Ja, Mann. Hä, hat sie die komplett leer, ne? Nee. Das ist die nächste. Die ist abgekackt. Deswegen hat sie wieder keine Leistung. 46. Und das bringt aber nicht, weil dann hat die nächste irgendwie. Hallo. Das ist dasselbe, das ist die nächste. Die. Ja. Das ist komisch, ne? Die ist gut. Wie viel Million? 4,55. Wenn du die in Reihe geschalten hast? Nee, parallel. Ja, das meine ich ja. Sobald du eine hast, die schlecht ist, zieht sie andere runter. Ist ein Fratze. Ja, aber der erste ist abgekackt, jetzt die. Das dauert nicht mehr lange, da kacken die hoch ab. Die ist ersetzen. Hau die weg. Also höchstens vielleicht bei der könnte man nochmal, aber ich sag fort. Weg damit. Die sind ja wie neu, aber die, irgendwie haben die so eine Hexenbatterie, die sind schon irgendwie scheiße. Überlagert. Ist egal. Hau sie weg. Wenn du mal andere brauchst, sagst du Bescheid. Ja. Dann suche ich dir mal andere nochmal. Ich habe jetzt noch einen Wechsel drin. Aber du wirst nicht weit kommen. Oh. Ja, Markus, deine Batterien kommen jetzt Richtung Schrott. Achso. Okay, das erste Mal, Falco, nee. Einen Rekord haben wir noch nicht. Nee. Aber der eine hast du noch. Komm! Ich tue hier die anderen hier vorne rein. Also bei uns gibt es auch Abfall, so ist es nicht, ne? Aber die sind echt schade, ne? Die sind so schön eigentlich, so gut eigentlich, ne? Aber Schrott! Aber eigentlich können sie auch stehen, dass als weil das Gewicht da runterdrückt. Ist so, passt doch. Können sie so stehen, dass sie hier drücken. Ja, na klar. Da ist die eh nicht leider hier hin und dann bist du fertig. Gut. Da, noch eine. Guten Tag. Salve. Ich mal nicht mal die Kamera, kann er gerade. Warum? Ich kann die doch mal schief halten. Wo wolltest du denn sitzen heute? Die Schaff. Bauch einziehen. Erstmal einen Fitznail machen. Jo. Geh mal los. Nee. Sollst du mal einen Ring? Jetzt wickeln wir hier einen Ring oder was? Ja, moin. Und hast jetzt auch gezählt, wie viel es war? 200 Hände. Ja, du musst es auch wieder annehmen dort. 200 ist der Ring nicht geschlossen. 200 Hände. Ne, das müssen wir. Ne, das lässt du. Ich brauche jetzt nur die zwei. Die machen wir unten an das Panel und fertig. Okay, normales Solarkabel, das ist anders. Nee, das ist normales. Das hat der Pascal mir mal geschickt. Das ist aber. Ringüse! Das ist aber gut.
Easy peasy. Muss bloß eine große Öse nehmen. War das jetzt mit dicker Isolierung? Dann klitsche ich das jetzt so. Das ist normales, aber das hier unten ist mit dicker. Ach so. Das, was wir gerade hatten, ist PV-Kabel mit dicker. Okay. Und UV ist es auch jetzt. Jetzt klatsche ich das so, wie es ist, oder dahin? Genau, so wie. Danke, Falco. Hier steht schon mal was drauf. Das gefällt mir eigentlich auch schon. NBN-Bäckle. Ich erwarte aber eigentlich nichts. Doch, wir erwarten was. Du erwartest was? Was? Nee, du. Ich? Und ich. Ich wollte es gerade sagen, lass es mal lieber. Ich will eine neue Karte am Messer aufnehmen. Ich hab neue. Das ist eine neue. Deine. Ich hatte deine, die ist letztens zerbrochen. Das sind wir vor 4 Jahren oder so, Mike. Das, ich weiß, von wem es ist. Es steht da drauf. Nee, ich kenne das, kenn das Paket. Achso. Das haben wir ja schon mal weggeschickt. Irgendwo. Aber jetzt weiß ich, was ich erwarte. Gut. Nicht die Finger schneiden. Oha. Ein Ladegerät. Ach, das hatte ich, glaube ich, zum Umbauen. Packungsmaterial. Gib her. Ein Stempel. Halt mal hin. Haha. Für die Tinte. Nee, geht. Das ist VEB? Ja. Das ist für dich. So das? Zu kaufen? Ah. Keine Ahnung. Ladegerät. Stimmt das, glaube ich, schon mal zum WMF-Umbau? Zu, nee, was? 10 NF, nee, keine Ahnung, was das ist. Das für mich? Da hat aber einer beim Ausbau hier Schnurrt, hier fehlt ein Beinchen. Hm? Da ist ein Beinchen ab. Nein. Ein Coolpad. Das Wort nämlich für dich. Nee. Ein Coolpad-Handy. Ich nehm's zurück, es klappte nur auf halt nein. Oh, hier? Oh. Das für mich. Ey, ey, das ist für mich. Super. Was ist das überhaupt? IC, das ist, oder? Das ist der gute A210K. Audio, oder? 6 Watt Monoverstärker aus DDR-Zeit. Ne? Ah, okay. Guck mal, Solarzellchen und. Oh! Modülchen. Was ist denn das hier? Ich muss aber wirklich überlegen, von wem war das? Maiko! Ich war. Ah, ja, stimmt. Mit dem ein Voltcharger. Ach, hier, als Batterien. Das ist Julie. Nee, das ist ein Julie. Das? Mhm. Na klar. Warum hast du so schlecht verpackt? Minuspunkt. Na, was ist denn los? Schwerter Sinn, was ist denn das? Einfach hier reingeflatscht. Was ist das? Kann man jetzt die drehen? Das ist eine Lampe. Mit Handkurbel, what the fuck? Die ist für dich, Falco, du sollst ein bisschen Strom sparen. Ja, ich kriege nur ein bisschen. Komm mal ein bisschen. Oh, Verpackungsmaterial. Ah, ich weiß ja. Nee, nicht. Das brauche ich bestimmt dann. Oh, das ist, glaube ich, für mich. Ja. Sehr gut, ist da noch mehr? Da liegt noch mehr. Sag mal klar. Die Kurbellampe ist kaputt. Das Gerät ist verkratzt. Oh. Muss heil machen. Wie haben wir das wieder verdient? Wie gerade? Da hat er Maiko geflickt. Ja, da war ein Leistungsding kaputt. Muss wird gewechselt oder so. Leistungs. Haben wir alles? Und da liegen noch Lenkrahmen unten dran. Hier, das hier liegt doch, noch. Da ist noch was. Hier ist noch was. Da habe ich kleine Kiste zu nehmen, das ist schön. Und kein Schiff schon. Oh, da ist ein Deko, oder? Und keine Kulturme, nichts drin, was ist denn los? Das ist Sicherungsglas, glaube ich. Nö, ja. Gut. Einmal frei. Hat jemand einen SD-Karten auf den Druck gestellt? Ich nicht. Hat er Büro gehabt? Mal gucken. Aber hat er ja alles beschriftet. Jeder in der Schublade liegen. SD-Karten auf Druck. Na gut. Danke, Maiko. Danke, Maiko. Danke, danke. Kraft deiner Wassersuppe. Da platzt gleich, guck mal. Kraft deiner Pizzasuppe. Hat's geklappt? Ja. Geil. David am Basteln hier und. Basteln, die Schraube losdrehen. Johann, du bist am Schlachten? Ja, naja. Wir haben ja deinen Lötkurs. Ja, mit Falco. Ich film deine Füße, Alter. Ja, mein kaputtes oder was? Kaputten. Von hier sieht man das gar nicht. Ja, gut. Ist noch eingewickelt.
Das wird vom Falco RMF, da würde er unbedingt RMF haben, wisst ihr, wie es ist? Ja, Falco will ja auch unbedingt löten. Also, das ist eine ganz unverständliche Sache. Und der Johannes ist auch fleißig. Das ist der tut hier eine Endstufe zerlegen. Wir haben, hat er gesagt, die MOSFETs sind kaputt. Und ich weiß nicht, wer die, einer von euch, den Zuschauern, hat die mir mal geschickt hier. Heute ist Tag X. Habe ich dir schon gesagt, dass das Ding auch eine Sonderfunktion hat? Das kann nicht nur Flaschen aufmachen, da kann man auch hier klebende, klebende MOSFETs-Transistoren abheben. So, zack, zack. Da haben wir es doch schon. Sieht sie innen, ne? Gut. Das können wir dann mal mit ISO. Ja, das Flussmittel ein bisschen wegmachen. Na ja, sowas. Ne, das ist Flussmittel nur. Ja? Das ist vom Flussmittel. Das können wir glaube ich sogar lassen. Wenn es Flussmittel ist, können wir lassen. Ja, ein bisschen sauber machen müssen wir es eh, weil ich weiß jetzt habe ich es rumgedreht. Ja, die Seite ist Schrott hier. Ja. Der ist ja komplett weggeflogen. Also die machen wir mal neu. Ja. Die hier drüben, die sehen sehr gut aus auf der anderen Seite. Müssen wir mal schauen, ob es damit getan ist, weil die restlichen Teile, das sieht alles noch in Ordnung, es ist nur angekohlt so ein bisschen vom Weiten, weißt du? Kannst du Chris was drauf? Ja, das sieht man. Na? Das hier, die sind glaube ich schon mal neu gemacht worden, so wie das aussieht. Das ja, wollte ich nämlich gerade rausfinden, ob. Nee. Ist genau dasselbe. Die haben dieselbe Bezeichnung wie drüben. Warum ist das dann hier drüben auch so schwarz? 100 Pro schon mal was weggeflogen. Da war schon mal was. Sieht man hat ja, aber ja. Einer gut gelötet, zählt nicht auf. Naja. Naja, mal gucken, ob es dann wieder geht. Ja, wir werden es. Muss ich aber sagen, oder? Ja. Ja. Ist noch nicht. Kannst du gleich nochmal neue Aufnahme starten? Nee, 4 MOSFETs getauscht, mal gucken, ob es geht. Aber erstmal will ich so zusammenschrauben. Dann werden wir ja sehen, was ist. Auf jeden Fall habe ich jetzt für die nächsten Monate Blödsinn. Das wäre komplett weiß. Macht's Fatz oder macht's nicht Fatz, ist die Frage. Willst du da auch noch eine andere Perspektive finden? Nee, dann lass mal das mal anklemmen. Ja. Das Wichtige ist ja eigentlich die andere Seite, aber die sehen wir jetzt nicht. Jetzt muss er erstmal remote. Vor allem dreh sie rum, bevor du remote dran machst. Ich will das sehen. Ausschalten. An, aus, was denn du? Baufreiheit. Lesen wir mal im Kopf. Ich habe eine Sicherung auf der Seite des Plus. Denk dran. Nicht, dass du jetzt ein Remote Minus bekommst. Da passiert nämlich nichts. Gut. Put. Grün. Fatz. Fatz. Wieder durch. Na, dann hat es ein anderes Problem. Da hinten hat es. War wieder her hier. Ja. Ja, kaputt. Dann ist noch was anderes durch. Dann ist vielleicht hier hinten irgendwas im Sack, was man nicht sieht. Also vielleicht Durchgang der Transistoren. Ja, dann. Schade. Dann halt Schlachten. Schlachten. Schlachtfest. Viel Spaß. Ja, guck mal. Zwei schöne EMF-Kerne sehe ich. So, jetzt geht das los hier. Dieser Mann. Versucht. Versucht? Nee, ich hoffe mal, dass er es hinkriegt. Jetzt da einfach erst einmal, damit er es lernt, mal zwei Kabel aneinander zu löten. Dass das mal vernünftig wird. So, mein Freund. Dürfte schon, denke ich mal, halbwegs warm sein. Ihr könnt ja rechts irgendwo die dritte Hand drauf. Das ist so dick isoliert, da darf eigentlich nichts passieren. Aber ja, das war schon mal ganz gut, aber hier, du bist zu schnell. Mach mal ganz langsam, so dass wir das auch sehen. So, jetzt erstmal schön verzinnen, genau. Ist er warm genug? Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Wunderbar, war ein bisschen zu viel Zinn, aber nicht schlimm. Lässt du mal dran. Machst du die zweite Seite auch gleich noch, also das andere Stück. Lötexkursion. Wie gesagt, das geht grundsätzlich besser, wenn du es mal einschmierst. Theoretisch geht es ohne. Natürlich geht es ohne, weil du Fett im Zinn drin hast bei den meisten. Ich habe nie Lust zu löten, wisst ihr das? So schön draufhalten, ja, wunderbar, perfekt. Und jetzt beide aneinander fügen und du wirst dich nicht verbrennen, wenn du es weit genug hinten anfasst. Na gut, das erste Jahr war ein bisschen schwammig. Naja, musst du nochmal drüber. Mach das ordentlich, Weigel. Genau, jetzt sieht es doch gut aus. Jetzt. Ruhe.
So. Und ordentlich. So, und jetzt hast du dir einen Denkfehler eingebaut, weil so rum kannst du nicht hantieren. Aber gut, dann löten sie halt mal überkreuz. Musst du halt bloß ruhig halten. Ja, oder du nimmst einen Lötkolben in den linken Hand zur Not, das geht auch. Ja, da auch nicht das muss er auch nochmal ordentlich machen. Hier, das muss er drauf haben. Da ist Fusch. Er nicht richtig hier. Ja, frisch. Muss man echt mal hier Lötkurse anbieten, oder? Das ist was geil, so stärke mit. Du mal! Ei! Ja, auf den Boden gejascht! Nee, das Gerät. Da liegt der Punkt. Schweinerei! Ich hab mit Lötfett das Gerät. Wir sehen gerade, wie das Kabel im Weg ist. Ja, ich hab's aber drauf gehabt, glaube ich. Da ist er. Naja, da hat er daneben gekleckert. Du Sau! Können wir Lötkurse anbieten? Jetzt geht's los. Halt das doch mit der Hand fest, Mensch. Du verbrennst dich nicht, wenn du es ganz hinten anfasst. Dann nimmst du dich selber auch noch mit auf bei deinem Fuschi oder was? Ey, da schickt doch dann alle die Videos und habe ich einige gepasst. Perspektiven. Ich schick dir auf jeden Fall ein bisschen was. So, würde ich sagen. Da kann ich schön hin und her. Aber das baue ich ja bei mir ins Video auch noch mal mit ein, ja. Falco bastelt hier. Es ist zwar absoluter Quatsch, was er gerade macht, aber sei es Lärm. Hör auf, so viel dazu zu mägen. Hör auf. Hör auf, einfach nur anhalten. Draufhalten. Die laufen zusammen. Halt richtig drauf. Bis läuft. Siehst du es, wie es läuft? Siehst du es? Oh, wunderschön. Hör auf, nicht mehr. Viel zu viel. Hängt schon wieder der Tropfen unten dran. Nicht gleich wieder unten. Genau, nimm weg. Perfekt. Na gut, geht schon besser. Guck mal, wie ordentlich das aussieht. Und glänzt. Ja. Aber wenn ich jetzt mit 500 Grad, dann ist es. Dann kannst du es knicken. Das ist zu viel. So, jetzt guckst du es dir selber nochmal an, dein Machtwerk. Ach, ist wohl doch ein bisschen schwer. Komm, spann aus, ich halte es fest. Ich hab mich da nicht so. Wo ist hier die Kamera? Hier. Fokussiert gar nicht. Doch jetzt. Ja, es ist tipptopp. Hab's gelötet. Hab's geschafft. Bravo, Falco. So, das machst du jetzt noch 999. Jetzt gehen wir runter. Sollen wir mal in der Box hoch? Müssen wir nachlöten. Okay. Da kritzt sie. Das gibt's doch nicht. Und auseinanderlöten geht natürlich auch. Nee, lass uns zusammen. Durchschneiden und nochmal löten. Ja, vor rechts, wir müssen jetzt zur Sollbruch Dings machen. Einfach mal irgendwo durchschneiden und nochmal. Nein, das hörst du so nicht mehr auseinander, das hält. Gut, Aufnahmepause. Weißt du jetzt, wie es geht? Ja. Gut, dann wird es beim nächsten Mal auch klappen. Ja, dann lass ich gleich nochmal. Danke, komm. Lass auch schon mal warm werden. Nee, da habe ich schon was. Was machst du denn? Mach doch ein Grad mehr, gell? Darfst du keinem sagen. Lass das, wie es ist. So, das lötst du jetzt mal zusammen, vernünftig. Das ist dann jeden Tag ein Grad mehr, weißt du? Ist ja dann auch wieder bei 500. Warte mal, ich muss noch was holen von mir, weil ich brauche das. Fürs Rico. So. So. Muss ich auch noch scharf stellen. Die Dose der Gewalt. Die genaue Dose, ja. Das löten. Kamera drehen. So. So, gucken wir. So, jetzt geht das los hier. Wieder Mann. Versucht. Nee, ich hoffe mal, dass er es hinkriegt. Jetzt da einfach erst einmal, damit er es lernt, mal zwei Kabel aneinander zu legen. Dass das mal vernünftig wird. So, mein Freund. Dürfte schon, denke ich mal, halbwegs warm sein. Ihr könnt ja rechts irgendwo die dritte Hand drauf. Also. Das ist so dick isoliert, da darf eigentlich nichts passieren. Aber ja, das war schon mal ganz gut, aber hier, du bist zu schnell. Mach mal ganz langsam, so dass wir das auch sehen. So, jetzt erstmal schön verzinken, genau. Ist schon warm genug? Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Wunderbar, war ein bisschen zu viel Zinn, aber nicht schlimm. Lässt du mal dran. Machst du die zweite Seite auch gleich noch, also das andere Stück. Lötexkursion. Wie gesagt, das geht grundsätzlich besser, wenn du es mal einschmierst. Theoretisch geht es auch ohne. Natürlich geht es ohne, weil du Fett im Zinn drin hast bei den meisten. Ich habe nie Lust zu löten, wisst ihr das? So schön draufhalten, hier, yep, wunderbar, perfekt. Und jetzt beide aneinander fügen und du wirst dich nicht verbrennen, wenn du es weit genug hinten anfasst. Da brauchst du dir keine Sorgen machen, dass irgendwas kaputt geht.
Und für die großen drückt er rein. Für die großen drückt er und zack. 15R. Jetzt würde ich noch mehr raussehen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was wir machen wollten. Den haben wir den und den hier hinten auch. Du hast jetzt was? Wir haben jetzt den 1,1K und das ist ein 100er. Ja, den 100er nehmen wir und ein 1,1er. Wir haben auch noch einen 100er. Ja, der ist sogar noch besser. Wir nehmen so dünn. Das reicht. Das auch so. 4,7K. Ja, komm, räum ein wieder. Räum ein. Wir nehmen das und das, was wir hier haben. Ja, 100 und 1,1 und Jeko. Warte, eine richtig schöne Mini-Fiebestufe. Die waren doch schon mal für mich in Klippe. Warte mal, tu mal den dicken da wieder mit rein, sonst geht die Schachtel nicht ins Ding. Kein Problem. Welche nur mit dem? Wo sind die jetzt? 1,1,1er hast du. Ich hab die jetzt wieder reingeschmissen. Hallo, nicht doch alles. Ach so. Das ist das. Ich wollte bloß Dramatik fürs Video machen. So eins ist das. Ich wollte bloß dramatisch schwer wirken fürs Video. Hast du jetzt eins von den Lichterkette, wissen die immer blinkt? Von den 1,1er. Nee, nicht. Was hast du da gerade rausgeholt für den Kunden? Das ging. 4,7. Ne, die nehmen wir nicht. Dann machen wir hier einen raus und gut ist. So. Gut, Hammer. Dann hier rein noch ein Stück. Nämlich. Was machst du jetzt? Nichts. Was ist Party? Die Batterie ist leer, Scheiße. Doch, hey. Mein Akku ist Scheiße. Da war doch hier, gell? Ja. So, da haben wir doch alles schon. Nicht gelötet. Oh, gar nichts, Digga. Ja, der Löt könnte, der glüht sich da zu Tode. Ich renn schon durch. Der gute Stromverbrauch. Da sind schon wieder auf dem Donner, ne? Hast du schon aufgeteilt? Sagt er nicht mehr. Du sag mal, Falco, wieso sagst du denn gar nichts mehr? Ich hab nichts. Was? Das ist ja das Schlimme. Mach doch mal so, was. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur eine Kuh getrunken. Ich messe. Ein Messungen. Das war meine. 103 hat der. Das ist doch gut. 103 Watt. Und der hat jetzt. Pro Ohm. Pro. Eins, eins. Sag mal, habt ihr besoffen? Nee. Erst nach zwei. Ich habe keine Ahnung. Also ich so, was muss ich jetzt woran löten? Ja, erstmal das da und plus dann andere minus. Da und dann dort was. Und warum war das jetzt eigentlich? Na, minus hat plus oder was? Rot ist immer ein Mathe. Das ist klasse. Um dir das schon mal einfach zu machen. Und was schwarzes Kohl. Was ist denn jetzt hier? Ein Transistor, ne? Mhm. Den ergänzt ihr ja bei solchen. Das sieht aber ähnlich aus. Was könnte denn das sein? Schottky. Gelb-grün ist Erdung. Diode. Also richtig. In der Mitte ist hier, es geht. Nein. Doch, ich mach da einfach dran. Ich mach das jetzt einfach. Der Folgeball Next Generation. So, CMF. F hoch 12 hier. Nach erfolgreicher Absolvierung des Lötkurses. Der ersten Lötkurs. Guck mal, wie das läuft jetzt. Ja, siehst du. Zack, zack. Ja, das macht es nämlich auch komischerweise Spaß, wenn es einfach funktioniert. Das war noch ein bisschen geditschelt, aber. Ja. Wo ist der andere Zinn? Es fehlt einer. Übt. Er wird immer noch immer geworfen. Falco übt. Das macht er gut so. Ich glaube, der Bernstein. Das ganze oder? Video nur Falco Lötkurs. Ja, also ein bisschen, ne? Und immer schön die Dämpfe einatmen, ne? Wie hast du gesagt? Ne? Wie hast du gesagt? Komm, Lunge! Auf Lunge einen schönen Zug, brauchst du kein Bier mehr. Also, weißt du, was das Lustigste ist? Was? Mittelpunkt Diode, Alter, das auch wieder einen Kollektor machen. Da haben wir ein Problem. Schon das allererste. Also, was nehmen wir als Minuskabel jetzt? Das ist doch wurscht, du hast doch da auch noch Kabel drin, ich muss auch noch verarbeiten mit. Ach du Scheiße. Da kommt dann gleich der Ausgang direkt. So, was muss jetzt wohin? So, pass auf. Eins. Von den beiden hier, das suchst du dir aus, ist mir scheißegal, welches. Wie lang muss das Kabel sein, so? So, dass es da ranpasst und das kommt hier in der Mitte. So zittrig. Ich sehe nicht, Junge. Hast du mal Licht? Nee. Alles gut. Alles gut. Wir müssen Falco so ein Monokel schenken.
da war es alles gut wieder. Ne? Mhm. Klar, am besten zwei. Das linke Auge so nah und. Gut oder schlecht? Weiß ich nicht, erstes dran. Wir können es nochmal nachhalten, wenn du willst. Zappelt es? Ich würde sagen, es ist auch schon mal dran. Das kann man dann immer nochmal nachlegen. Pass mal auf, jetzt muss ich mich aber selber auch schon mal kurz konzentrieren. Ich habe jetzt verschmatzt. Weil. Das muss ja dann auch noch. Da dran? An sowas hier. Der kannst du auch einen dünneren nehmen. So dran? Nee, das ist Kollektor. Da muss ich dran jetzt? Mit dem. Das muss jetzt dran. Ja, lass mich mal ganz kurz überlegen, Mensch, ich habe den Schaltplan nicht vor Augen gerade. Ich hab nur irgendwo im Kopf. Könnte mal jemand googeln? Kein Fehler, mein so sieht's besser aus. Taktraten. Ja. Oh, the old, sehr schön. The old top, ja. Mensch. Und hier muss auch das muss auch noch irgendwie da drüben oder die hier, oder? Mm-mm. Bleiben Sie ruhig. Ich habe keine Ahnung von dem FX. Ja, das kommt später. Wir machen hier an der Basis, machen wir uns nur ein Kabel dran erstmal. Weil wir das über den Schalter mit den beiden Widerständen hin und her schalten wollen. Ja, ja, da möchten wir ja aber ein längeres Kabel dran machen. Ja, das ist ja viel zu einfach, was ich da gedrückt habe. Sogar beschriftet. Du machst mal das nehmen. Das ist schön lang, da können wir dann. Stimmt. Hey. Hä? Das fürs Gate reicht das zum Schalten, oder? Ja, locker, wir haben kein Gate. Das ist eine Basis. Ich meine es nicht, meine ich doch. Hauptsache schaltend. Ja, das reicht aber, da kommen wir hin. Ja, da eine Versorgungsleitung. Diese Versorgungsleitung, ja genau. Du könntest direkt dran machen, das ist übrigens geil. Wo willst du hin damit? Machst du noch einen Bogen oben rein, einen Schmückbogen. Mhm. Müssen wir noch Licht einbauen, damit sie eine gehäuse Innenbeleuchtung hat. Aber dann mit Lauflicht. Wie reicht's? Vorne durch die Ritzen durch hier. Wie so Schwibbogen. 50 LEDs, die hier nerven. Ne, wie Kit hier. Ja, wie Kit, ja. So, guck mal hier. Ja, lass so, zieh's noch ein Stückchen weiter raus, das kannst du dann immer noch schön machen. So. So, pass auf. Jetzt haben wir ja hier Plus und Minus. Mhm. Jetzt verrötet sie das erstmal nochmal ordentlich. Und dann verzinst du die beiden Seiten mal. Nee. Taigo kann jetzt löten. Das klappt auf jeden Fall schon mal um Längen besser wie. Ne, guck mal, später. Ja, natürlich. Es glänzt, es hält. Ja. Hier ist die Vorlage. Ja, Vorlage. Das ist die Beilage. Wenn nicht, nimm die dritte Hand. Ja, für den Mist jetzt. Verzinst sie erstmal verzinst. Obwohl, das kannst du mit der Hand eigentlich wissen. Ja, ne, komm, ich spiele mal dritte Hand. Dritte Hand ist am Start. Ihr müsst ein bisschen länger drauf halten bei dem Zeug. Aber es kommt schon. Ne? Mach noch ein bisschen Zinn. Ey, mit den guten Lötzchen gehen, ne? Ja, das ist. Aber. Wenn du da jetzt das neue Schalt, da wird da jetzt doch. Das hättest du nicht dran gekriegt. Ja. Aber ohne Fett nicht, glaube ich, ne? Aber, hast du Fett dran gemacht nochmal? Ja. Extra? Ja, gut. Ja, gut, da geht's sowieso ein bisschen. Aber trotzdem mit 9 Lötzchen. So. 38% Blei. Anteil. Nein, das ist verboten. Nee, Altbestände darf man. Altbestände dürfen wir. Das ist noch DDR-Altbestände. Das darf man doch auch arbeiten. Das geht, das wird eine Schlacht. So, jetzt hast du ja hier Minus, gell? Mhm. Und das ist Plus. Mhm. Minus kommst du hier, machst du hier dran. Mhm. Auf den, also auf dem Emitter. Und der Plus, dieser bösartige hier, der kommt hier drüben drauf, auf den äußeren. Da ist dann nur noch der mittlere frei, das kriegt dann noch einen Ausgang. Genau. Hast du dir das gemerkt? Oder muss ich nochmal dritte Hand spielen? Ja, wobei, jetzt brauchst du ja nicht so viele Hände mehr. Das geht dir jetzt mit einer. Verzinnt hast du ja schon alles, da brauchst du ja nur nochmal dran. Naja, lassen wir mal löten. Lötpause. Geht das so, ja, ne? Dann wasch dir nachher nochmal die Folgen ordentlich. Mit dem Zeug hier drin hast. Was hier drauf steht, Thomas, oder wie Eil oder normal? Ja, so wie es drauf steht. Auf normal hast du jetzt den großen Widerstand. Und auf Eil hast du den mit wenig oben. Also so ist Freizocken und so ist Vollladung. Genau. Bei so wird wahrscheinlich das nicht ausschlagen hier drüben. Dieses. Ist da drüben eine Sicherung drin? Oder 20 Ampere. Ja, 20 Ampere. Ja, gut, die kannst du auch rausschmeißen. Kann man auch kleiner machen dann. Kannst du eine kleine 5er reinmachen oder irgendwas. So, gucken wir mal kurz rein hier. Feiko hat nämlich selber gelötet. Ja. Zusammengeschmiedet, mach schnell. Bisschen mit Anleitung natürlich, aber das hat er doch schön gemacht. Da hat er sich selber mal RMF gebeugt. Ha! Falco, ja, super. Einmal bitte in die Kamera lächeln und den hier.
Gut. Na gut, jetzt kommt gleich noch der. Ja, kommt gleich noch der anklemmen Test. Anklemmen jetzt ein bisschen und mal gucken, ob das Ding explodiert. Ja, da muss man jetzt mal eine Batterie holen und anklemmen müssen. Ja, da mache ich nochmal einen Schnippel draus hier auf jeden Fall auch. Jetzt mit dicker Batterie. Ja, Fallgusstest und wir werden gleich sehen, ob wir was 12, sehen. 4. Steigt. Ja. Das ist aber jetzt noch auf dem Sparmodus. Generiermodus. Mit ein bisschen Flamme. Aber viel zieht sie sich auch nicht. Da könnten wir vielleicht auch nochmal einen zweiten 100 Ohm parallel schalten. Theoretisch, dass da auf Flamme auch ein bisschen was kommt. Wir hier neben dir aus der Amperezange. Messen wir mal, was in der Batterie geht. Ja, das wäre jetzt mal interessant. Weil die ist, glaube ich, leer. Die kann jetzt schon ein bisschen fressen, weißt du? Ja, aber das Ding schlägt nicht aus da unten. Deswegen, was geht denn? Nein. 250 Meter. Okay, wieder Standwechsel. Retour. So, der nächste Tag. Ja. Guten Morgen. Hallo. Beziehungsweise guten Nachmittag. Ja, wir haben uns jetzt entschieden, da ja das Wetter hier nochmal gesagt hat, wir machen schön und so. Wollen wir mal gucken, Johannes hat ein Geräusch irgendwie auf der Vorderachse. Ich habe auch ein Geräusch auf der Vorderachse. Da habe ich gesagt, Mensch, wenn wir da zwei, ne, dann machen wir gleich mal, gucken wir hier mal. Wir bocken mal die Karten auf und gucken mal, was hier los ist. Ob überhaupt irgendwas ist. Ich bin mal gespannt, ob es gut kommt mit dem Warngeber, wo ich denke, es geht. Ja, da kommen wir drüber. Ich dachte so, dass er hier noch tiefer ist. Nee, hier ist der Aufbock. Ja, das ist das tiefste eigentlich. Das müsste klappen. Wir bocken mal auf. Ja. Und falls irgendwas Matsch ist, dann wackeln wir mal dran und dann zeigen wir euch das. Wir drehen mal am Rad, genau. Bis gleich. So, lieber Bob. So, hier. Der Fäger an der Arbeit. Wir müssen jetzt die Szene fägen. Weil ich gesagt habe, wir zeigen euch das mal. Und ich habe einfach Wachheber rausgesucht und nicht dran gedacht. Auf jeden Fall gut rechnen. Wir haben neu TÜV als 2 Monate. Ein? Vor 1 Monat. Letzten Monat auch schon durch. Mal sehen, ob wir das. Hört ihr das? Also, wo ist das Brett knackt schon wieder? Naja, das macht nicht. Mal sehen, ob wir das hier vielleicht zeigen kann. Nee. Warte mal, doch. Alles gut, das ist nur das Brett. Und zwar, wenn man jetzt mal achtet mal hier auf die irgendeinen Bezugspunkt hier hinten. Mal sehen, ob man das doch. Das Bein nicht wackelt. Ja, genau, das wäre cool. Seht ihr das? Top, drauf. Und ist alles in Ordnung hier, Achse, bla bla bla, das Radlager hat Spiel. Bisschen Spiel. Muss auf jeden Fall erneuert werden, aber der kann auf jeden Fall noch hinfahren. Macht jetzt noch keine Geräusche. Das ist die Bremse, was ihr jetzt hört. Alles gut. Ne? Das ist das Schlimmste dann das Ausbild. Aber bei dem geht's. Da gehen alle Schrauben auf. Aber wir wollten es euch ja zeigen. Bisschen Spiel. Aber guter Fahrer hat es während der Fahrt gemerkt, dass minimal ja irgendwas ist. Mhm. Da kann man auch mal sehen. Wir zeigen es auch nochmal. Ich darf ja den Kennzeichen zeigen. Ne? Vor 1 Monat TÜV gemacht, ne? Also das kann halt so sein. Und das wäre nicht durch den TÜV gekommen. Kannst du vergessen, das lässt kein. Auch beim Schwarz-TÜV hättest du da. Hat ja geguckt. Hat ja alles. Das war in Ordnung, können. Definitiv. Dann hat's jetzt bestimmt drüben ist noch in Ordnung. Hier, komm, der hat jetzt 200 Kilometer gesehen. Wo ich losgefahren bin, war ja auch noch Ruhe. Das ging ja aus mittendrin. Warst du vielleicht da unterwegs oder was? Ja. Ach so, das ist ja gerade passiert. Aber los bist war gar nichts. Nein, wo ich los bin. Nein, dann ist es gerade. Okay, na dann siehst du, also beim TÜV, ne, ist kein Schwarz-TÜV und nix. Das kann passieren, dass es dann nach einem Monat ist halt, ne, das ist ein Auto. Ja. Ne? War ein paar Mal im Garten gewesen damit und jetzt hat es auch so mal wieder Strecke gekriegt, richtig? Naja, 200, was hast du gesagt? 233.000. Ich glaube so 200.000 ist Radlagerwechsel, also alles top, alles gut, also alles im Rahmen. Hinab. Wir sind noch im wie heißt das, Wechsel. Intervall, sind wir sogar so drüber. Haut hin. So, jetzt gucken wir mal bei der Mühle. Hoffentlich nicht unser Adler. So, wir haben aufgepackt. Wir machen jetzt gleich die Winterräder drauf. Er hat auch minimal Spiel. Ich vermute Lenkstange inne. Die Umlenkung. Was sind die? Ist Umlenkung? Kugelgelenk oder wie das ist? Innen, ne? Ja, aber inne. Weil außen ist gut. Ah, guck mal, hier sieht man es. Guck mal. Hier siehst du es. Ja. Das ist das Spiel. Ja, macht einen Welling. Einen ganz leichten, ja. Ja,
Keine Ahnung, wir haben uns jetzt so entschieden, wir wechseln jetzt mal die Räder und bocken da mal drüben auf und gucken, ob das genauso ist. Und ja, weiter beobachten, bis noch ein bisschen mehr wird das Spiel, dass ich es richtig identifizieren kann. Weil das ist jetzt noch nicht weltbewegend. Willst du noch gerade drehen, geht schöner. Ja, können wir machen. So, Johannes hat gleich mal mitgeholfen hier. Haben wir gleich mal die Winterräder drauf gesteckt. Soll ja wieder kalt werden. Das soll ausgerüstet werden. So kommt Remo mit dem Schlüssel mit. Ja klar. Übelst krass, Alter. Kannst du mal reinkommen, mit der Kiste hier. Ich hab alles mit. Alles mit, ja. Den Ratschekasten, Schlüssel, Verlängerung, alles dabei. So. Neue Batterie von Feigo. Bin einmal rund. Oh, einmal frei. Ja, Spiel hier hüben ist ohne Mühe, aber das ist, glaube ich, ist ja ohne Familienbude, ne? Es geht Formel 1 Auto. Und hier, da haben schon die Räder hier, wie die wackeln. Das ist Profil, weil Ballonräfen. Dann sind es aber die Gummilader, die eh weich sind. Naja. Alles gut, Subi. Vielen Dank, Johannes. Kein Problem. Ja, vielen Dank auch nochmal an dich, David, fürs Dach. Ich bin mega happy. Ha? Nee, die bleiben weg. Ja, vielen lieben Dank nochmal. Tschüss. So. Johannes ist noch kein E-Bike gefahren. Ja. Ist zwar ein Darmrad, aber vom Motor und so. Warte mal, komm, wir machen gleich hier. Gleich richtig warte Richtung. Mal, warte mal. Was hast du vor? Mach hier aber nicht gleich volle Lotte. Nee, wir gehen auf Minimum. Mhm, habe ich verstanden. Nein, Minimum. Komm, das kleine Ding. Kann ich doch dann immer noch machen. Ja, machst du, drückst dann mal hoch. Muss mal gucken, wie das geht. Alles geht gut. Oder? Alles geht gut. Das Schutzblech ist locker, das müssen wir nochmal ein bisschen anders machen. Und? Johannes hat dort gleich gefunden, der Dynamo, was kaputt ist. Johannes hätte mal als Fahrrad. Hä? Hä? Musst du aufpassen, ne? Ja, Bremse musst du auf jeden Fall benutzen. Der Krüppel. Gute Belege sind auch runter. Ah, das ist doch Cheaten, oder? Das ist total Cheaten. Das ist totales Cheaten, der. Der hat eine Fahrradtour gemacht, ja. Der hat gelogen. Ne? Ich wusste das auch nicht, Jungs. Aber Johannes sagt, das ist Cheaten. Da brauchst du nicht kommen hier mit dem Radl. Gut, wenn du die Alpen hochfährst, ja. Da müsst du wahrscheinlich schon ein Bild, der schafft das nicht. Das Grappel muss man wegmachen. Na, hier hinten das Geklimper. Cool. Belege noch schön, die Schaltung noch ein bisschen schön. Ne? Ja. Oh, wie das los? Dinger! Ja, what the fuck? Das ist so ein billiges Scheißding, ne? Das ist jetzt nicht hier Bosch und. Ja, das ist ein sehr kleiner Motor sogar. Okay, gut, Alter. Ey, zerbost und alles. Wahnsinn. Da fragst du dich, warum du jemals gestrampelt hast. Ja. Weißt du, ist ja nichts hier, der Kakaku. Hier ist ein kleiner Controller und ein Motor. Das war's. Gut, hier hast du. Nö, nee, hast du auch nicht mehr. Doch, die Bremskontakte, wenn du bremst, schalter ab. Ja, ich gemerkt, das funktioniert auch ganz das gut. Funktioniert auch. Ja, das Licht geht jetzt so wieder, aber Johannes hier, ich kenne mich ja nicht aus mit dem Fahrradmist. Und zwar, das muss hier rein, mit einem Nippel irgendwie, wie hier. Und dann gibt er hier unten fürs Vorderlicht. Und hier hinten geht das auch hier. Das Kabel ist irgendwie hier im Blech. Das ist ein Blödsinn. Naja, egal. Das ist sozusagen der Schutzblechverteiler, du. Das wird unser Regenprojekt hier, wenn es morgen regnet, ja, gewundert da drum. Dann machen wir das Licht noch fit, dann bestelle ich die Belege und vielleicht kriegen wir ja morgen hier irgendwas da hingebastelt und dann ist das Ding fertig. Ja, klar. Na? Gut. Ist das nur E-Bike? Ha. Hammer. So, das müssen wir mal, wir haben zuletzt gemacht. So, da brauchen wir noch mal das Handy. Na, gucken wir mal. Jetzt der 12. Oktober. Quatsch, was laber ist? 13. Oktober. Ja, müsste man sehen. Und wir haben zuletzt gemessen am 9. Das seht ihr ja im Video vorher. Das hat der David aufgeschrieben. Da hatten wir 2,56. Nee, Quatsch. 2,86. Und 2,86 haben wir mit 2,828 haben wir angefangen. Ja. Mhm. Ja, gut, so sieht man's. So, das war. Na, warte mal, das können wir jetzt gleich mal aufschreiben. Ja, gut, das ist dasselbe. Dasselbe. Brauchen wir bloß Datum. 13. 10. gleich. Genau. So, dann haben wir hier den nächsten Kandidaten. Da habe ich manchmal normal müsste, das ist theoretisch sogar fallen.
Ja, mal Plus. Und was Minus? Ja. Da haben wir 1,301. 1,302. Ja. Mit 1,301 hat man angefangen. Naja, gut. Das ist aber keine Änderung. Naja, 0, Naja, aber schreiben es trotzdem mal auf. Schreib mal auf. Wenn es jetzt dann doch weiter fällt. Genau. 13. hat man, ne? Jo. So, mal gucken. War das hier ist schon krass. Mhm. Ja. Na. Was ist noch alles nochmal? Gut. Gut, das war's. So, Johannes hat ja hier ein paar Akkus mitgebracht. Batterien, alte, leere, alte, keine Ahnung. Und ich habe jetzt mal die rausgesucht, die hier reinpassen. Also die 2xA. Und jetzt machen wir erst mal, ob hier noch was, wie viel und was hier noch ist. 1,2, das ist nicht ganz verkehrt. Schon mal gut. Ich hätte ein bisschen mehr, die tun wir jetzt mal beiseite. Wir messen jetzt hier einfach mal durch. Ah, das ist doch schon Kandidat 1 haben wir schon mal. Kandidat 09. Kandidat 09, 07, ja, okay. Haben wir wieder 1,2. Ja, die werden meistens bei 1,2 so sein. Denke ich auch nicht. Da kacken die aber nicht erst mal an. Ich krieg's nicht ganz leise. Nee, die müsste ich muten. Die hat 1,2. So, jetzt holen wir mal die Batterie. Scheiße, das hätte ich nicht. Das messen wir nochmal. 0,947. Das ist schade, wir müssen halt nur eine, ne? Hm. Ja, bei den Kleinen sind bestimmt mehr dabei gewesen, aber die passen nicht rein. So, nochmal. Kann ich das erstmal abziehen? Also ich glaube, es wird nicht funktionieren. Ich glaube, ich noch zu viel. Aber mal gucken, wir testen es mal. So, da haben wir die 0,947 jetzt. Na, ne. Warte mal, hast du den kleinen Schraubenzieher? Ja, klar. Ja. Der ist auch da. Schon drastisch empfallen. Scheiße, ich hab's jetzt halt. Gucken. Nein, funktioniert nicht. Ich glaube, der hat schon. Komisch. Ist zu wenig, oder? Ich weiß es nicht. Also die, wo ich hatte, war so 07 oder so. So, also, das ist im Grunde genommen, da ist das halt ein bisschen wurschtischler aufgebaut, ne? Mhm. Und hier fehlt halt Batteriefach und bla, ne? Also das müsst ihr jetzt mal euch vorstellen. Das Wichtige ist eigentlich nur, dass das alles gar kein großes Hexenwerk ist. Wenn ihr euch das jetzt mal hier anstrebt, dreht das jetzt mal so, dass wir den Kern gleich haben. Und hier seht ihr eine Mittelanzapfung, dann geht hier ein Draht raus und hier ein Draht raus, ne? Einfach Mittelanzapfung. Und das ist bei mir hier auch. Hier seht ihr ein bisschen die Wicklung noch, habe ich mit Klebeband, warte mal, hier sieht man es besser, mit Klebeband drüber gewurschtelt. Und hier, ne, ist halt getrennt, ich habe das in Test. So, das hat Maiko gebaut hier, Grüße an Maiko. So, im Grunde genommen ist es immer ein einfaches Joule-Tief. Ne, ich sehe da ja auch hier, das ist jetzt das ganz einfache Joule-Tief. Und was man jetzt machen kann, muss, darf, soll, ist, erstens mal, von der Wicklung vom Trigger muss ein Kondensator hier über das Potty oder über euren Vorwiderstand. Ne? Das ist natürlich Boogie, aber mit Potty ist natürlich einfacher, da können wir ein bisschen einstellen. Ne? So. Und dann, das ist jetzt hier falsch, das ist Original-Schuldief hier halt von Collector auf Minus. Und hier seht ihr, dass ich gehe von, jetzt muss ich selber mal gucken. Ja. Genau, hier ist der Trigger und hier ist die LED. Also meine LED ist am Trigger. Das ist auch die Maiko-Version. Also wenn ihr auf Maiko seinen Kanal geht, die letzte Version, er hat diese LED
und diese LED. Also er hat jetzt hier zum Testen was, wir sind da zusammen am Testen ein bisschen, er hat jetzt hier was getestet, mit einer LED eben nur Kollektor-Emitter-Abnahme. Und ich habe dann gedacht, ach komm, jetzt probierst du mal die Kollektor-Emitter-Abnahme wegzulassen und nur von Trigger, sag ich jetzt mal, auf Minus-Eingang. Ne? Da haben wir noch einige Messversuche gemacht und so, leider alle negativ. Also sagt alles, wenn wir es jetzt einzeln testen, dass es die Batterie eben nicht laden kann oder blablabla. Ich meine, ist ja irgendwo logisch, ne? Aber es geht ja trotzdem. Und ja, keine Ahnung, also warum, wieso, weshalb, wissen wir auch nicht. Aber das ist nicht so kompliziert, ne? Wir haben es alle beide mit dem BC547 gemacht. Und ja, da ist echt nicht, auch die anderen Schaltungen, die man gezeigt hat, ist nicht viel dazu. Es ist eigentlich nur das RC-Glied vor der Basis und dass ihr den Trigger abnehmt. Gegen Minus, ne? Wicklung, ja, keine Ahnung, wir sind selber ein bisschen am Rumprobieren. Mal geht's nicht. Da könnt ihr auch mal gucken, da gibt es einige Videos von Akula. Akula Laternen müsst ihr das suchen. Also wie Laterne, aber Laternen. Ne? Und das habe ich schon mal, müsst ihr halt mal gucken. Wenn nicht, fragt mal in die Kommentare, da schreibt es euch eh nochmal hin, wie das richtig geschrieben wird. Und der sagt das auch. Der hat auch, ich sag mal, auch mit Batterien hier angefangen und so ein bisschen, ne? Und hat dann irgendwann auch mal große Lampen zum Leuchten gebracht. Und er selber hat auch gesagt, dass er es nicht immer hingekriegt hat. Ne? Und das ist jetzt aktuell unser Problem. Wir wissen nicht, woran es genau liegt. Oder beziehungsweise, was ist jetzt der Replikationsfehler. Ne? Aber ich wollte euch einfach mal, dass das ist nicht so kompliziert. Wichtig ist halt, beim Maiko da zum Beispiel zwei LEDs, wie gesagt, drin vom Trigger jetzt hier noch. Und der Conti, der fehlt hier. Und ich hatte das bei, wartet mal, die Schaltung habt ihr ja gestern auch schon gesehen. Das war die erste Schaltung, also wo das bei mir geklappt hat. So, die ist jetzt auch wieder ein bisschen wüst, das war auch mit Luftspule. Das spielt aber, also zumindest haben wir jetzt rausgekriegt, keine Rolle. Also geht mit Luftspule, geht aber auch mit Ferritkern. Also hat Maiko mit Ferritkern gemacht, ich hatte es nur mit Luftspule. So, und hier, das ist im Grunde genommen nicht zweimal anders. Die eine LED, die ihr hier seht, die ist Kollektor-Emitter. Ne? Also nicht Trigger. Und dann habe ich nochmal Diode, eine Diode auf dem Conti und auf Minus-Eingang. Ne? Und also das nicht, im Grunde genommen kannst du sagen, es ist, ja, ich weiß auch nicht so richtig. Also es ist so ungefähr wie ein Maiko sein, sag ich mal auch, aber nicht ganz. Ne, weil ich habe ja gar keine Triggerabnahme hier gehabt und es ging trotzdem. Mhm. Ja? Also so richtig, wir müssen mal ein bisschen forschen. Ne? Wir müssen mal rauskriegen, warum, was ist der Unterschied zum Beispiel jetzt von dem zu dem? Und warum geht es jetzt bei dem auch nicht? Ne? Keine Ahnung. Vielleicht ist der Zeitsender da irgendwie reinpulst oder irgendeine WLAN-Antenne, ich weiß es nicht. Das kann sein. Das wäre halt die Frage. Das hier funktioniert aber. Lädt aber nicht die Batterie. Es funktioniert, aber ja. Also da fehlt jetzt auch die zweite LED. Ja. Theoretisch. Ich wollte es einfach mal testen. Ja klar, du hast ja jetzt nichts, hast ja jetzt die LED nicht gegen Plus irgendwie, ne? Ne, wir haben jetzt, pass auf. Du hast nur die über den Trigger drüber. Ja. Trigger gegen Minus, genau. Ja, genau. Quasi wie das Maiko gemacht hat. Ja, ja. Na? Genau. Aber Kollektor habe ich gar nicht abgenommen. Ja. Das war nur zum Testen. Ich hatte mir noch eine Entwicklung gemacht, die dann nebeneinander lag. Direkt. So wie bei Maiko hier. Ja. Aber ist ja viel zu großer Kern. War nur ein Test von mir. Ich wollte es euch einfach mal zeigen. Ne? Ist aber schön übersichtlich so. Da kann man sich mal ein bisschen angucken. Das war jetzt nicht, um euch das zu zeigen hier. Das habe ich mir gebastelt, Digga, zum Testen. Ja, ne? Ja. Wenn, dann muss ich das halt hier für euch immer extra nochmal aufbauen, weil. Ja. Wir wissen noch nicht, grüne, rote, also wir wissen gar nichts. Im Grunde genommen. Ja. Wir wissen ein paar Sachen, wie es nicht geht. Das auf jeden Fall. Aber das wissen nur alle Elektriker. Mal gucken, wir bleiben dran. Ja. Steigt doch mit ein hier. Krasse Sache. Also Akula, was ist noch, man könnte jetzt noch, was dem noch nahe kommt, der Lasersaber Looper. Ja. Ne? Da hat man ja auch schon vor 10 Jahren Videos gemacht. Aber da war da nicht die Effekte. Ne, Jungs. Also man kann hier anscheinend noch ein bisschen am Bodywicklung, bla, irgendwas muss man hier treffen.
Ne? Und dann läuft das. Mhm. Aber wir wissen nicht was. Ne? Richtig, daran hängt es noch. Aber das kriegen wir raus. Helft mit! Baut die Dinger nach. Sagen, falls ihr schneller seid, sagt Bescheid. Ja. Dass wir dann mache ich ein Video, lad euer Video hoch oder so, weißt du? Oder wir müssen mal irgendwie rauskriegen, warum, wieso, was hier los ist. Gut. Jetzt haben wir noch mal 7 Minuten mehr. Danke! No problem. Achso, warte mal. Also. Da können wir das ja eigentlich gleich jetzt noch mit aufnehmen. Was willst du denn aufnehmen? Warte mal. Haben wir halt Gegenlicht, oh mein Gott. Ja! Strumi, moin moin! Servus. Ich habe mir Verstärkung geholt heute, mein Bruder. Und zwar, ich habe von dir einen Kommentar gekriegt. Und da hab ich, wir haben jetzt schon ein bisschen gequatscht, vorher drüber. Und ja, wir reden, sagen jetzt einfach mal ein paar Sachen dazu. Ich blende den Kommentar auch nochmal ein. Musst du die Hand so ziehen, weil komm, muss man den Kopf einziehen, Kommentar unten, weißt du? Nee, Quatsch. Jetzt schon. Und ja, Schuldi, blablabla, den Kommentar habt ihr jetzt gesehen. Kernthema ist, was bei mir angekommen ist, dass wir einen Schuldief haben und damit eine Batterie laden. Grundlegend ist die Aussage ja beiderseits richtig. Das ist vollkommen klar. Aber ich glaube, wir haben ja ein kleines Verständnisproblem. Und zwar, wenn man jetzt das übelste Exemplar von einem Schuldief, aber ihr kennt... Oh, nee, warte, wir machen so das einfach mal. Hier, das sieht ein bisschen schöner aus. Maiko, liebe Grüße, danke. Hier ein kleines Schuldief, einfach ein Beispiel Schuldief, einfach ein Schuldief. Ne? Und da haben wir immer, genau, Johannes hilft mir schon, eine Batterie am Eingang und dann löscht die LED. Genau. Ne? So. Wir haben keine weitere Batterie. Genau, Strom. Falls das nämlich falsch ankam, wir laden nicht damit irgendwelche zusätzlichen Batterien, sondern es kann sein, dass diese eine einzige Batterie hier steigt. Genau. So, falls das falsch rüberkam, dann... Haben wir das irgendwo mal falsch ausgedrückt wahrscheinlich, sagen wir es einfach mal so. Ja, oder ich kann natürlich jetzt so sein, ich habe deinen Kommentar falsch interpretiert, keine Ahnung. also hier zum Beispiel bei dem Schuldief, unter gewissen Voraussetzungen, sage ich jetzt mal, ja, ist die Batterie eben gestiegen. Genau. Und wie du siehst, ist nur eine Batterie. Ne? Also die LED ist am Ausgang und die Batterie ist am Eingang, keine Ahnung. Wenn du das andere auch nochmal... Kannst du das andere auch nochmal zeigen. Ne? Kurz hier reinhalten. Das ist dasselbe Spiel hier. Das ist eine einzige Batterie nur. Genau. Und unter gegebenen Umständen kann es sein, dass diese steigt. Genau. Ne, ist ja auch eine LED dran. Am Ausgang ist die LED, ja. Sag ich jetzt mal. Und irgendwas macht das Zeug mit dem... Also wir vermuten, dass es mit der Batterie Chemie zusammen... Ja, auf jeden Fall, da brauchen wir gar nicht... Also das ist ja logisch. Ne? So sein, ja. Muss ja. Selbst wenn es ist ja beteiligt. Ja, also, egal ob es jetzt irgendwas macht das. Spielt ja alles mit rein. So, und vermutlich vielleicht irgendwie Schwingkreis oder so, das wissen wir nicht. Ne? Das müssen wir erstmal richtig replizieren. Das hast du schön ausgedrückt. Würde ich mal sagen. Davon geht's haben wir leider nur, also Maiko ist so bei 50-50, bei mir klappt es mal einmal. Und ich halt's noch gar nicht. Da, ne? Also es ist auch nicht so einfach, dass wir jetzt sagen, ich gebe dir jetzt ein... Selbst wenn ich dir jetzt die exakte Bauanleitung, die ganzen Bauteile, alles gebe und die Bauteile, kann sein, geht nicht. Keine Ahnung, Digga, ich weiß es auch nicht. Ne? Maiko hat es ja auch gesagt, er hat ja auch extra nochmal ins gebaut. Also ich kann dich schon nur nochmal hier aufrufen nochmal an Maiko. Du hast es eben mal hingekriegt, Digga. Dann, genau, du musst halt mal 50 Mal hinsetzen, bis du es wieder hinkriegst. Und dann müssen wir vergleichen, eins was geht. Gegen genau dasselbe Gebäude, was nicht geht. Ja. Da muss ja irgendein Unterschied sein, weißt du? Wenn es mir dann, ne? Und dann denke ich mal, das wollte ich mal noch ein bisschen klarstellen, weil vielleicht ist das ja bei den, wie habe ich vorhin gesagt, dass das so ein bisschen Betriebsblindheit ist, sag ich jetzt mal. Ja. Weißt du? Das aber unsererseits. Unsererseits natürlich, ja. Ne? Weil, ja, also Johannes hat gesagt vorhin, das fand ich ganz gut, Du hättest vielleicht mal erwähnen können, dass es nur eine Batterie ist. Ja, dass es sich nur um die Quellbatterie handelt. Das ist noch besser, nur um die Quellbatterie. Genau. Das hat und gefehlt. Eine sekundäre gibt es nicht, sagen wir so. Genau. Ne? Okay. Weil von dem Kommentar kommt für mich so rüber, meine Interpretation kann auch falsch sein, aber für mich kam das so rüber, als wenn du denkst, wir haben 2 Batterien. Ne? Mhm. Also, ja. Stromi auch für dich. Die Pläne sind online, also auch für alle, ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen. Die Pläne sind online, es ist alles veröffentlicht, wir verheimlichen euch hier und nichts. Also das Problem ist, dass wir es eben selber nicht immer wieder hinkriegen. Ja. Ne? Aber der Plan
der Grundschaltplan ist ja da. Ne? Also Maiko hat es ja auch so hingekriegt. Also es geht. Ne? Ja. Aber wir haben jetzt noch nicht, wir können jetzt noch nicht sagen, wir können ja nicht verkaufen, geht auch nicht. Es geht, wir wissen aber erstens nicht warum. Uns geht nur manchmal. Und zweitens wissen wir auch nicht wie. Genau. Uns klappt nicht immer. Das ist drittens. Also perfekte Voraussetzungen. Ich glaube, es klappt nicht immer, hatten wir jetzt zweimal dabei, aber es macht ja nichts. Ja, egal. Ne, also fühlt euch da, ich weiß es nicht, genau, der Micha hatte das schöne Entwicklungsvideo gemacht. Wir können es ja so machen, ich gucke nochmal selber meine Videos an. Und oder ihr haut noch mal einen Kommentar unter das Video, wenn ihr sagt, ey Libby, ich habe hier ein Video, da ist das wunderschön erklärt vielleicht, ja, genau. Mit der Wicklung oder so, zu Micha zum Beispiel. Ich werde Micha sein Video unten in die Videobeschreibung hauen und von mir das Video mit dem Schaltplan. Ich könnte euch noch das mit den Magnetfeldern, habe ich auch erklärt, haue ich euch die drei Sachen mal unten rein. Und wenn ihr noch was habt, wo ihr sagt, mir fehlt noch irgendwas, lasst uns kommunizieren und dann teilen wir den Link noch oder so. Ich bin ja nicht nur ich, Jungs. Ne? Es sind nur viele, ihr könnt einen Kommentar schreiben. Da ist ja Johannes da, wenn der mal was liest und keiner antwortet, dann wird er auch antworten. Oder ich bei Johannes was sehe, wo noch keiner geantwortet hat, wir helfen uns da gegenseitig. Ne? Ja, normalerweise. Und das sind nur nicht, ne? Und sind nur nicht nur die, die ihr hier bei mir vor der Kamera seht. Ja. Da müssten wir hier weit zoomen und das sind bestimmt 40, 50 Leute. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Ne? Also wenn ihr irgendwas habt, Stellfrage, Discord, Telegram, YouTube und irgendeiner hilft immer. Genau. Ne? Wenn immer wir nicht online sind oder so, dann ist der beste Ansprechpartner meiner Meinung nach Discord. Ja. Da habt ihr spätestens in einer Stunde eine Antwort. Klar, auf dem Server. Ob die richtig oder falsch ist, das ist eine andere Geschichte. Aber er kriegt eine Antwort. Ich würde gerade sagen, ist aber nicht so, dass da keiner was dazu, dazu sagt. Irgendwer meldet sich. Oder wenn ihr komplett struggelt und sagt, ey, das funktioniert gar nicht oder so, kommt in Discord. Schreibt mal hier, hey ho, ich bin der so und so und kann mir hier nochmal helfen. Ja. Kein Ding, Digga, besorgt dir ein Mikro Handy oder ein Handy und dann kommen wir ein Latschen oder ein Sprachkanal und dann wird dir geholfen. Irgendeiner wird sich Zeit nehmen. Ja, definitiv. Setzt sich damit hin. Also wir kriegen es. Das ist wenigstens erstmal das Grundprinzip. Genau, wir kriegen es hin, dass deine LED leuchtet. Das schaffen wir. Ohne Problem. Ohne Problem. Ne? Das mit dem Rückladen und bla, das ist eine andere Geschichte. Da bist du dann auch mitgefahren, da müssen wir zusammenarbeiten. Alle. Nützt nicht. Ich krieg das, ich hab's ja nur probiert. Das geht aber jetzt auch für alle, ne? Ja. Weil das gucken ja alle. Und nochmal Props an Micha. Da hat schon wieder, wir haben uns dann, wir sind erstmal mit unserem Latein am Ende. Wir brauchen jetzt neue Ideen, neue Ansatzpunkte und ja. Aloha. Aloha, hey. Guck mal, ich für dicke Batzen dran machen muss. Ist doch egal, ob das hält. Ja, das ist jetzt fest. Ja, ne? Passt doch. Brichst du die Platine mit raus. Warum denn Gezitter? Bist du am Vergreisen, alter Mann? Ist richtig, ja. Aber graue Haare, warte mal. Muss mal gucken, hier oben ist irgendwo eins. Inne eins. Das so wie Zoom hab ich nicht. Ich hab doch kein 4K. Hast du kein HD oder was? Nee. Na, wollen wir den mal fest reinmachen gleich erstmal hier, oder? Was sagst denn du? Ja. Warum nicht? Gut. So, wir können... Wir können es höchstens ohne mit Kroko klemmen und dann den Kondi abstimmen und dann einlöten, vielleicht. Da kann ich auch gleich komplett mit Kroko Soft bauen, weil dann brauchen wir kein ganzes Löten sparen. Ne, und dann löten wir es zusammen. Nee, aber keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, ein was können wir schon machen, auf jeden Fall. Das ja, die LEDs und Transistors brauchen wir sowieso. Ja. Lippi, ich hab dir doch mal diese blauen Klemmen, diese blauen Schockterminals geschickt, oder? Das sind aber nur zwei, glaube ich. Ja, das sind zwei, ja. Das ist zum LED und Kondi anklemmen doch optimal, gar nicht. Na ja, gut, die LED bleibt ja, da brauchen wir nicht wechseln. Was. Das wäre jetzt nur der Kondi, dass wir den noch abstimmen können. Weißt du? Na, da können wir doch nicht zwei nehmen. Ja, klar. Genau, gute Idee, Micha. Ja, moin. Wenn guck, die sind hier. Ich habe Orische. Ich weiß nicht, ob die vom, gucken mal, ob die vom Rastermaß. Ja, da kriegen wir auf jeden Fall das. Nee, bis da drauf passt. Das passt da drauf, aber da muss ich noch Löcher vorbohren. Das passt auf jeden Fall. Passt gut. Ja. Oder wir hätten noch die hier. Diese Bild kleiner. Diese Bret, weiß ich noch. Das ist eine Fake. Aber na gut, das passt eigentlich ganz gut.
So, dann können wir von hier vorne machen wir uns einen Conti rein. Und nach hier hinten durch muss ich dann mit den anderen Krempel weiter irgendwie. Genau, dann machen wir es so. Hier ausgelötet. Mhm. Steht sogar drauf? Ausgelötet. Nee, ausgebaut. Ja gut. Weil das würde gehen hier. Da kommst du noch hin. Alles Recycling hier. Guck mal, Maiko, wir haben dein Body geklaut. Mhm. Wir bösen. Das löten wir dann wieder ein. Ja, Johannes hat hier schon gewickelt. Schuldief. Ja, Mini halt, ne? Hier. Mach's Puppenstube. Doch. Schafft nicht mal zu fokussen hier, so kleine Krempel. Mach's doch andersrum. Ich will ihn hier auch nicht unter Druck setzen. Ich mach jetzt mal aus. Johannes, du das jetzt mal hier zu einem Meisterwerk umwandeln. Ja. Und dann gucken wir mal, wie es schön aussieht. Ja, wir versuchen. Wenn wir uns hier prügeln und so die hässlichen Stellen, die machen wir jetzt aus. Nee, Spaß, alles gut. Gut, bis gleich. Wir haben hier gerade mal den Transistor gemessen von Maiko. Das ist ein NPN, da könnt ihr jetzt mal Pause machen. Und wir klemmen den jetzt mal an, und da ist was Lustiges. So, das ist was für Kenner, Leute. BC5478. Ne, 548. Was? 548, so rum. Ja. Und am Emitter Plus, an der Wicklung Minus. Das ist ja ein NPN, ne? Guck mal. Na, die Diode. Also im Grunde genommen ist ein PNP-Joule mit einem NPN-Transistor. What the fuck? What? Huh. Ne, und zum Gegenvergleich mache ich jetzt Wicklung ab. Wenn wir dachten nur erst, dass die LED einfach mit der Eingangsspannung leuchtet. Jetzt klingelt's. Wenn ich aber so rangehe, mit der Eingangsspannung leuchtet nicht. Jetzt hat es geklingelt, Moment. Was ist das da? Mal gucken, weil ich hier zusammengefuscht habe. Wo wollen wir es uns erst angucken? No. Sollen wir noch umdrehen? Ja. Heißt jetzt die Welt, ihr schafft an euch? Bisschen. Nee. Wir versuchen es. Oh nein. Das zittert relativ. Ja. Na, mal gucken. Siehst du, es geht sogar schon. Gucken mal hin. Können wir sogar noch ein bisschen heller machen wahrscheinlich, ne? Ja, so sehen wir nichts. Jetzt wird man es aber sehen, denke ich mal. Jetzt. Jetzt sehe ich von der Seite schon. Ja. Oh, ist aber auch wieder so ein Punkt dabei, ne? Ja, aber es läuft schon mal. Ja. Ja. Denke man sieht's. Ich glaube, ich mal die Wicklung auf. Obwohl, man sieht es eigentlich hier. Ja, eigentlich sehen wir es, ja. Dass die zwei gleich kommen in der Mitte. Hier geht's los und dann wickelt sich in dieselbe Richtung nach außen. Also nicht in dieselbe, sondern entgegengesetzt beide sozusagen. Naja, das ist ja schon wieder durch nachgebracht. Wir müssen es mal aufmalen, sonst wir malen es mal auf, genau. So, ich hab's mal aufgemalt. Der Maiko hat ihn so gewickelt, dass immer Anfang und Ende unten ist, die dann hier zusammenkommen. Das habe ich mal so aufgemalt und hier sieht man es noch ein bisschen besser. Hier geht die Mittelanzapfung, kommt von einer Seite und geht dann einmal nach links und einmal nach rechts, wie hier. Das ist die Mittelanzapfung, das sind die zwei. Und dann einmal nach links, einmal nach rechts. Und bei dem ist einfach, sagen wir mal, durchgewickelt mit Mittelanzapfung. Ja, ganz einfach. Genau. Ja.